Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchala und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal ein ganz anderes Videoformat präsentieren. Wir wollen nämlich ein paar PvP-Marken auf den Kopf hauen. Und zwar zeige ich euch, um was es heute gehen soll. Es geht heute um Ehrenabzeichen. Da habe ich einige im Inventar. Hier sind es mittlerweile über 5000 Ehrenabzeichen. Alle 5000 wollen wir nicht machen, denn das wird ein bisschen dauern, auch schon mit der Anzahl, die ich heute ausgeben möchte. Und zwar, das sind 2000, also 2000 von diesen 5000 Ehrenabzeichen haben wir auf dem Kopf. Ich spare die schon eine ganze Weile, sage ich euch. Ich habe jetzt im letzten Kinderspiel-Event, das ist so eine Brawl, habe ich 1500 in der Woche gefarmt. Da habe ich aber auch fast die ganze Woche durchgezogen, um die zu holen. Und davor immer mal wieder so in Epic BGs mit meinem zweiten Account unterwegs gewesen. Und ja, das hat jetzt eine relativ lange Weile gedauert. 2000 haben wir jetzt auf dem Kopf und ich will gucken, wie weit wir mit dem Thema kommen. Ich habe nämlich mit dem Main schon mit dem Druids weitgehend alles T-Mog aus dem PvP-Bereich mir geholt gehabt, also da schon mal die Marken ausgegeben und jetzt möchte ich auch mit den anderen Klassen angreifen, heißt Plattengear, Stoffgear, die kompletten Sets von den verschiedenen Klassen und ja, wir werden einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Ich kann euch mal im All the Things so ein bisschen die Liste zeigen, also ich bin jetzt im Moment, deswegen sieht die Zahl auch relativ, obwohl 69 sieht gut aus, nein, Spaß, für diese Verhältnisse, auf denen ich sonst bin ich ja in den höheren 90er-Bereich unterwegs beim Druid. Aber wir sind jetzt im Account-Modus unterwegs, heißt, wir schauen uns alles an von allen Klassen und Rassen, Völkern, quer durchs Beet quasi. So, also, und da seht ihr schon, hier fehlen noch einige Sachen insgesamt im PvP-Bereich. 9700, knappe 10.000 Sachen. Das Gute an der Geschichte ist aber, dass ich nur Rüstungsteile brauche. Es gibt diese Waffentokens und die Waffentokens sind teuer. Die kosten 80 Abzeichen. Hört sich jetzt bei 5000 nicht viel an, aber in jeder Season gibt es dann einen Waffentoken. Manchmal gibt es dann einen Token für das quasi Ehrengear und das größere Arena-Gear und so weiter. Also da wird es dann schon ganz schön teuer und dann geht es dann gleich in die 100 oder 1000er. Markenbereiche rein, wenn man sich halt X-Waffentokens kaufen muss. Wir wollen uns jetzt hauptsächlich die Rüstungssachen kaufen, denn das Schöne bei den Waffentokens ist, wenn man sich das Token kauft, bekommt man alle Waffen, auch die Waffen, die der Char nicht tragen kann. Heißt, wenn ich die mit dem Druid gekauft habe, habe ich auch die Schwerte gekriegt, die Äxte, den Bogen, den Zauberstab, das sind alles Sachen, die der Druid nicht tragen kann, kriege ich aber zum Glück trotzdem. Die habe ich mir alle schon gekauft, oder ich meine zumindest, dass ich mir alle die gekauft habe. Wir werden nachher, wenn wir hier ein bisschen shoppen gehen, mal durchgucken. Vielleicht ist mir das eine oder andere durchgerutscht, das muss ich mal schauen. Vor allem in Wottel war es so, da sind wir dann früher, wo ich das erste Mal gemacht habe für meinen Druid, die Marken ausgegangen und da habe ich mir teilweise einzeln die Waffen gekauft. Da habe ich aber letztens mir die restlichen nachgekauft gehabt und habe das schon mal so ein bisschen ausgeglichen. Allein dafür sind, glaube ich, schon wieder 500 Marken draufgegangen für die Geschichte. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das von unten nach oben an. Also wir fangen in Burning Crusade an. Es gibt zwar auch Sachen in Classic, die sind aber hier unten und wo sind die drin? Sind die hier bei Schlachtfelder drin? Ja, genau. Die sind halt hier unter AV, Arati und Warsong quasi drin. Und hier haben wir dann auch noch zusätzlich 1000 Winter. Aber wir werden von oben nach unten gehen. Und ich hoffe, dass wir zumindest Burning Crusade und Wortel fertig kriegen. Und nur so ein bisschen Cutter reinkommen. Das müsste eigentlich mit den 2000 Marken hinkommen. Ich hoffe, dass ich etwa für jedes T-Mog-Item, was ich hier rauskriege, eine Marke brauche. Also, dass das so eine 1-zu-1-Ding ist. Dann wäre ich jetzt bei 5000 irgendwas bei der Hälfte, was ich für wirklich alles brauche. Mal gucken, ob das so ausgeht. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein. Ich werde das arg zusammencutten, die ganzen Travel-Zeiten. Aber ich werde wahrscheinlich hier einen halben Abend verwenden, um die Sachen mir zu holen. Ich würde sagen, schauen wir rein. So, Dala, ich bin jetzt auf meinem ersten Twink angekommen. Und zwar, das ist mein Hunter. Ich dachte mir, ich mache das mal von oben nach unten. Jäger ist der Erste. Und wir sind in der ersten Zone, wo wir ein bisschen shoppen gehen können. Und zwar Area 52 ist das. Einmal hier im Nethersturm. Da können wir alle Teile aus Burning Crusade kaufen. Das ist hier auf den Koordinaten 33, 64. Übrigens, ich habe schon mal vor längerer Zeit ein Video gemacht, wo ich alle diese Händler gezeigt habe. Ne, in allen möglichen verschiedenen Expansions. Gut, hier haben wir jetzt nämlich die Händler. Ihr seht schon, von allen Seasons. Hier sind, glaube ich, auch ein paar von Classic, wo man sich tatsächlich Gear kaufen kann. Das ist aber ein bisschen eine weitere Restriktion haben wir da drauf. Da muss man nämlich, ich glaube, wenn dann damals die alten Titel aus dem quasi aus Classic gehabt haben, aus dem PvP oder die RBG-Titel aktuell haben. Und das habe ich mit dem Hunter nicht, deswegen werde ich mir das Zeug nicht kaufen können, aber zumindest das Burning Crusade-Gedöns können wir uns holen. So, jetzt schauen wir mal. Hier haben wir natürlich dann immer schön die
Sets, ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar Teile von diesem Set fertig, weil ich in Burning Crusade tatsächlich mit dem Hunter auch ein bisschen in der Arena unterwegs war. Damals mit einem, damals noch Schulkollegen, Double Hunter im Zweier gespielt. Mehr schlecht als recht, aber war ganz lustig. Waren auf jeden Fall gute Erinnerungen dran. Gut, jetzt gucken wir mal. Also, wir kaufen uns jetzt als erstes das Set einmal. Und das können wir jetzt lernen. Da haben wir jetzt gar nicht so viele Items gekriegt, wie gesagt, ein paar hatte ich schon. Und jetzt muss ich mir noch zusätzlich diese Einzeldinger kaufen. Warte mal, wir räumen mal das Inventar hier ein bisschen auf, dass ich die dann einfacher noch anlegen kann. Naja, 12 Abzeichen ging schon drauf. So, da la, das schieben wir hoch. Dann gucken wir mal, dass wir hier uns alles holen. Wisst ihr, was ein bisschen blöd ist? Dass die Sachen nicht als kosmetische Items gelten. Weil dann könnte man sich mit allen Chars die kaufen und... dann könnte man die einfach anklicken und würde die lernen. Das hat ja Blizzard mit Patch 9.15 geändert, dass man kosmetische Items quasi nicht mehr anlegen kann, sondern man lernt sie einfach. Das finde ich eine sehr praktische Sache. So muss ich die jetzt alle einmal anlegen und wieder verkaufen, sonst speichert halt das Game die nicht richtig. Man könnte die zwar theoretisch auch hergehen und ich glaube als Favoriten setzen, aber das geht meiner Meinung nach nicht wirklich schneller, ne? Und jetzt gucken wir mal, die Waffen, die haben wir schon, weil das Waffentoken hatte ich mir ja schon mal gekauft. So, dala, ich glaube Hunter ist jetzt hier rausgeflogen. Wir lernen die jetzt mal alle, indem wir die einmal anlegen. Und dann sollte ich am besten gucken, dass ich danach, ich tue das jetzt schon mal ein bisschen hier aus, sondern mein richtiges Gear wieder anlege, denn... Es ist mir schon mal vorgekommen, dass ich bei so Transmog-Sachen, ne, schön vom Händler irgendwas gekauft, angelegt, dass man es gelernt hat, dann verkauft man die Sachen und zwischendrin war mal das richtige Raid-Gear noch und dann hat man das Raid-Gear vertickt, Gegenstandswiederherstellung hat man vielleicht auch schon mal genutzt, ne, weil das vielleicht das ein oder andere öfter passiert ist, dann muss man ein paar Tage warten, bis man sein Gear wieder kriegt, ist ein bisschen nervig. Gut, bei dem Twink wäre es jetzt hier nicht sonderlich wild tatsächlich, ne, weil ich da ja jetzt irgendwie ein Gammel-Level-Gear habe, was irrelevant ist, aber wenn das beim Main-Charakter passiert, ist unangenehm und das willst du eigentlich am besten nicht haben. So, jetzt mache ich es vielleicht doch so, dass wir einmal im Order Things hier umschalten und zwar gehen wir vom Account-Modus weg, dass ich sehe, ob ich beim Hunter alles fertig habe, dass wir nichts übersehen. Dann müssen wir nämlich nachher nicht nochmal hin und her loggen. Das könnte jetzt mal kurz hängen. So, jetzt seht ihr, die erste Season ist jetzt schon mal rausgeflogen. Perfekt. Und wir haben knappe 30 Marken ausgegeben, das ist easy. Dann die zweite Season, da habe ich auch schon ein paar Items. Da lernen wir das Token auch noch. Und dann, aber hier scheinen wir dann schon alles zu haben von den Zweit-Items. Haben die dieselbe ID wie die hier oder habe ich mir die wann anders schon gekauft? Also ich glaube, dasselbe Aussehen haben sie, meine ich. Aber... nee, die haben sogar auch ein anderes Aussehen. Anscheinend habe ich mir das irgendwann anders mal gekauft. Wie gesagt, ich habe damals ja auch... Arena gespielt gab mit dem Hunter und mit dem Hexer. Damals war mein Warlock quasi mein Main. Und da habe ich auch hauptsächlich Arena gespielt tatsächlich. Und mit dem Hunter, das war dann so der Zweitchar, mit dem ich halt auch ein bisschen in der Arena unterwegs war. Und dementsprechend habe ich da schon ein paar Sachen. Und ich habe natürlich auch das ein oder andere T-Mog schon mal gekauft gehabt tatsächlich, wo ich mit dem Druid hier war. Da hatte ich am Anfang noch so ein bisschen falsche Einschätzungen. Da hatte ich, glaube ich, ein paar tausend von diesen Marken hatte ich, ne? Und da hatte ich ein bisschen eine falsche Einschätzung, wie viele PvP-Items es gibt. Da hatte ich auch noch kein Older Things tatsächlich. Und dachte mir, ich habe einen Haufen PvP-Marken, alles easy. Ich kann ja hier ein bisschen was raushauen, ne? Alles gut. Und irgendwann fällt einem auf, Moment mal, es werden immer weniger. Vor allem die Waffentokens, ne? Die reißen halt ordentlich rein. Und man hat die dann für irgendwelche Klassen gewastet, die man vielleicht gar nicht so oft spielt, ne? Und ja, gut, den haben wir jetzt auf 100%, den haben wir auf 100%, den haben wir auf 100%. Und ihr seht, Waffentoken ist hier auch schon abgeschlossen, wunderbar. Dann, seht ihr mal, das ist jetzt, glaube ich, Season 4. Und da habe ich noch nichts, da habe ich, glaube ich, dann mit dem Hunter auch nichts mehr gemacht in der letzten Season von Burning Crusade. Da müssen wir danach noch die anderen Händler da drüben gucken, ob die noch was haben. Halt, stopp, das war jetzt dumm. Die brauche ich nicht kaufen. Ja, jetzt hat man fast ein paar Marken gewastet. Die sind ja beim Set dabei. Moment, die haben wir weg. Jetzt vor lauter Gequatsche hätte ich jetzt fast ein paar Marken gewastet. Das wäre nichts gewesen. Weg damit. Ich glaube die Schuhe. Ich weiß gar nicht, ob die... Ne, die Schuhe sind glaube ich nicht dabei. Aber wir verkaufen jetzt lieber nochmal alles. Nicht, dass wir jetzt schon anfangen, Marken zu wasten. Das wollen wir nicht. So, okay. Das lernen wir.
dann... wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Ich hätte mir noch merken sollen, oder das können wir nachher anschauen, beim Data for Azeroth, wie viele T-Mog-Items ich overall hatte und wie viel ich jetzt nach dem Ganzen hier plus gemacht habe. Das muss ich mir nachher noch mal kurz durchgucken. So, der ist auch fertig. Dann legen wir die nochmal an. Ich glaube, es gibt auch ein Makro, dass du nicht jedes Mal hier auf OK drücken musst. Jetzt, wenn es noch ein paar mehr Items wären, und ich vermute, das wären es auf jeden Fall, müsste ich mir das vielleicht nachher nochmal raussuchen. Gut, also die haben wir auch nochmal alle weg. Und damit haben wir jetzt hier mit dem Hunter Burning Crusade raus und wir haben noch gar nicht so viele Marken rausgehauen. Das sind jetzt 101 Marken, das geht, ne? Also, aber hier hatten wir auch schon ein paar Items. Und jetzt können wir hier hinten noch gucken, was hat der noch so? Ja, ihr seht schon, das ist Kettelzeug, aber das kann ich nicht kaufen. Gegenstand ist nicht verfügbar. Da müssen wir, glaube ich, das Rating haben oder halt dementsprechend die Titel aus dem RBG-Bereich. Also ich meine, das war die Classic-Titel, ne? Also hier Großmarschall und Konsorten. Und mit meinem Druid konnte ich mir die kaufen, als ich die aktuelle Wertung hatte. Zumindest, ich habe mir leider nicht alle gekauft damals, das ärgert mich. Und dann müsste ich nochmal mit dem Druid gucken. Also die aktuellen RBG-Titel gehen, meine ich auch. Die musst du aber auf dem Char haben. Und ich glaube, du musst sogar auch die Wertung haben. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Ich müsste mit meinem Druid hier mal nochmal hergehen und gucken tatsächlich. Genau, ja, aber dann sind wir mit dem ersten Char, zumindest mit dem Burning Crusade-Zeug fertig und dann gucken wir mal auf den nächsten, würde ich sagen. So, ich habe mich als zweiten Char hier für meinen Magier entschieden. Und ihr seht, die haben alle noch schön aus Ende BFA die Sets an, ne? Seitdem habe ich mit den Chars nicht mehr sonderlich viel gemacht. Und hier werden wir jetzt einfach auch die Sets kaufen. Hier einmal das Set-Item. Und da kriegen wir schon ein bisschen mehr, weil mit dem Magier war ich ganz sicher nicht in der Arena. Wait, hier stehen jetzt aber zwei fehlende Items dran. Jetzt buggt es hier schon wieder, ich sag's euch. Seht ihr das? Ich hab's befürchtet, ne, dass es so ist. Ob ich mir die dann irgendwo kaufen kann? Wahrscheinlich nicht. Wisst ihr was, ich relog mal mit dem. Vielleicht bringt das irgendwas. Dann gucken wir mal. Okay, ich glaube, ich muss doch nicht reloggen. Und zwar habe ich gesehen gerade, dass das, was mir hier fehlt, teilweise nicht die Hauptitems sind, ne? Also jetzt die Set-Teile, sondern diese Zusatzteile, die gehören irgendwie auch zum Set dazu. Vielleicht buggt es doch nicht rum. Weil ich hatte auf meinem Main ein Problem gehabt mit den Legion-Sachen. Und da habe ich die Set-Tokens gekauft und leider nicht alles T-Mog bekommen. Deswegen dachte ich mir jetzt schon, bitte, hoffentlich buggt es hier nicht rum, ne? Gucken wir mal. Mal schauen, ich denke mal, mit dem Magier werde ich mir ein bisschen mehr tatsächlich an Marken raushauen, weil da habe ich ja von diesen Zusatz-Items fast noch gar nichts, ne? Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr als 100 sein. Waffen brauchen wir nicht. Jetzt gucken wir mal. Legen wir die mal alle an. Und auch hier wieder zur Sicherheit das Gear ein bisschen wegpacken. Na, hier habe ich teilweise sogar ein bisschen höheres Item-Level mit dem. Da habe ich nämlich am Ende von Shadowlands hätte ich jetzt was gesagt, von BFA, diese Typen in Eiskrone gemacht, ne? Da gab es ja dann so ein Event, da konnte man immer so NPCs umhauen und da war ich schon vorausschauend genug, weil ich mir dachte, vielleicht werde ich irgendwann in Zukunft die ganzen Transmog-Items für die anderen Klassen auch noch sammeln und vor allem auch diese IDs, ne? Um da im Data for Azeroth Ranking zumindest ein bisschen höher zu sein. Und da bin ich schon mal losgetigert und habe mir für alle Klassen die Sachen geholt. Jetzt muss ich bloß gucken, irgendwie, das sind da auch noch ein Gürtel dabei. Wo ist mein Gürtel hin? Ich den schon weggehauen. Gürtel haben wir hier. Schuhe, Handgelenke fehlen mir jetzt. Naja, gut, die werden schon irgendwo wieder auf... schau mal, die haben das gleiche Symbol, die Handgelenke. Seht ihr, so passiert das schnell. Blizzard ist faul. Hier, die haben dasselbe Symbol wie die Burning Crusade Sachen, ne? Da sind die Handgelenke schnell verkauft. Genauso passiert das nämlich. Gut, den ersten Händler haben wir 100%. Es hat zum Glück dort doch nicht gebackt, ne? Dann können wir uns das zweite... Nein, das will ich nicht verkaufen. Season 2 Set kaufen. Und dann gucken wir mal hier. Schau mal, hier habe ich auch schon einiges. Ja gut, die Teile sind, glaube ich, dieselben wie für die anderen Stoffklassen. Ich habe mir, glaube ich, mit dem Hexenmeister damals schon einiges geholt, weil, wie gesagt, zu Burning Crusade war der Hexer mein Main. Und da haben wir tatsächlich dann schon ein bisschen was von dem Gear. Ich glaube, in der zweiten Season hatte ich tatsächlich angefangen damals mit dem Hexer Arena zu spielen. Und da habe ich, glaube ich, auch fast nur noch Arena gespielt, ne? Nicht geradet, großartig. Und ja, war eigentlich eine ganz nice Zeit damals noch mit Souling Hexer
Da warst du relativ deffy, hast gut Schaden gemacht. Da war der Hexer OP. Das hat Fun gemacht, auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen zu OP, muss ich so rückwirkend zugeben, ne? So, hier waren es jetzt gar nicht viele Teile. Ah, vielleicht kommen wir doch günstig raus, ne? Und dann haben wir noch den letzten. Auch nochmal mit einem Set-Teil. Das Hexer-Set. Das sieht halt auch richtig Bombe aus, ne? Also vor allem das Season 3 Set war es, glaube ich. Season 4 war dann nicht mehr so nice, aber Season 3 war richtig nice. Und mal gucken, hat auf meinen Hexer noch gehen? Oder ich muss mal gucken, ob wir den Hexer überhaupt noch brauchen. Ich glaube, ich müsste sogar fast alle Sets haben. Und jetzt kommt ja bald der Mage Tower raus. Oder wieder raus, sagen wir es mal so. Und da gibt es quasi eine Variante, die sehr nah an das Set rankommt. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir alles haben. Ich habe ja hier wieder Dinge eingestellt. Burning Crusade auf dem Klassenmodus, das passt. Alle vier Händler sind raus und damit sind wir mit dem Magier auch fertig. Und ich würde sagen, schicken wir das mal zu dem nächsten. Und da gucken wir einmal rein. Was war es noch? Ich glaube, Shami war auf jeden Fall noch drin. Also ein Kettenchar, auch mit den Dings. Priester ist noch drin, wie ihr seht. Und wahrscheinlich bei den anderen Dingern auch noch ein bisschen mehr, oder? Ja, Schurke ist auch noch dabei. Mit dem Parler war ich, glaube ich, mal vor ein paar Monaten hier. Mit dem Worry auch. Und Todesritter? Burning Crusade? Es gibt einen Season 4 Todesritter-Set? Really? Interessant. Again what learned, huh? Hier. Tatsächlich. Die haben in Burning Crusade noch einen Season-Set für einen DK reingebastelt. Das ist mir ehrlich gesagt neu. Das wusste ich nicht. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal auf den Priester. Da müsste es ja dann nicht mehr so viele Items geben. Wo haben wir denn meinen Priester hier? Einmal da. Und dann, halt, ich muss beide rüber schicken. Loggen weiter. Ich habe nicht mal 100 Marken ausgegeben, ne? Also, geht. Da sind wir jetzt relativ günstig gefahren. Vielleicht kommen wir doch ein bisschen weiter als Wottel. Sudala, wir sind jetzt einmal auf dem Priester. Und bei dem müsste ich jetzt gar nicht mehr so viele Sachen haben, denn also das Set ist natürlich immer ein anderes, aber diese Zusatzteile, seht ihr, die habe ich ja mit Magier vorher schon gekauft und das sind dann immer quasi dieselben Dinger, ne? Also können wir uns jetzt einmal das Set kaufen, damit müsste es eigentlich schon getan sein, oder? Oder auch nicht? Kommt bald wieder. Okay, ich habe das Set gekauft, mir fehlen trotzdem noch 5 Sachen, aber die kann ich anscheinend so kaufen. Interessant, warum auch immer. Also er hat jetzt einige gelernt, warte mal, wenn ich mir die jetzt noch so kaufe. Ja, dann lernt er die, das ist ja vogelwild. Ich habe ein paar Sachen jetzt vom Set gekriegt, aber auch nicht alle. Also, ne, dieses T-Mox-System, das kannst du auch keinem erzählen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch mit dem Relog das fixen können. Muss ich, wenn es beim nächsten Item jetzt auch wieder so ist, dann relogge ich und guck mal, ob ich es damit fixen kann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 100% hier auch. Keine Ahnung, also eigentlich müsste ich mit dem Set alle Teile kriegen, ne? Warum auch immer. Hier sind sogar... Hier habe ich 10 Dinge und erst 3. Da müssen ja richtig viele 2 Transmog-Teile dabei sein. Jetzt gucken wir mal hier. Nee, da ist es genauso. Gut, Leute. Wir werden es jetzt einmal testen. Ich relogge jetzt mal schnell. Oder besser gesagt, ich logge mal aus und wieder ein. Das ist immer oft noch besser. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach dem Relog und dann nochmal Refreshen vom Add-on. Hat es tatsächlich geklappt. Ihr seht, jetzt ist nur noch Season 3 und 4 drin. Also anscheinend detectet es irgendwie nicht, dass ich das komplette Set habe. Ne? Da musste man einfach dann nochmal reloggen. Ich hoffe, dass das bei den anderen Dingern jetzt auch nicht so ist, weil der ein oder andere, der mich schon länger verfolgt oder auch im Stream, weiß, dass meine Relogs ein bisschen länger sind, weil ich ein bisschen viele Add-ons drauf habe. Oh boy, hier hat das auch wieder nicht gecheckt, ne? Okay, jetzt kaufe ich mir vielleicht mal beide und relog dann nochmal. Irgendwie, ich weiß nicht, warum das jetzt bei dem Char nicht funktioniert. Bei den anderen hat es ja halbwegs geklappt, vor allem auch beim Hunter. Ne, schau, seht ihr, da klappt es irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Okay, aber da fehlen jetzt bei beiden nur diese Set-Dinger. Da würde ich sagen, hau ich jetzt, oder ich könnte ja einfach mal, versuchen wir es mal ohne Relog, versuchen wir mal nur das Add-on zu refreshen, vielleicht klappt das dann auch. Schön, dass ich helfen konnte.
Nee, also refreshen reicht tatsächlich nicht. Ich muss tatsächlich einen Relog machen. Okay, dann machen wir das doch mal. Sodala, ich habe jetzt relogged, das hat nicht geklappt und dann habe ich ausgeloggt und wieder komplett neu eingeloggt, das refreshed und dann ging's, ja. Also jetzt ist hier Burning Crusade rausgeflogen, auch die letzten beiden Händler haben wir quasi und damit sind wir mit dem Priester tatsächlich auch fertig und Zwischenstand ist jetzt, dass ich quasi 1755 Mark noch über habe, knappe 250 haben wir rausgehauen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Jetzt würde ich sagen, was machen wir als nächstes für einen Char? Ich glaube, beim Rogue hat mir noch ein, zwei Sachen gefehlt. Dann schicken wir das mal zu dem. Und ja, dann muss ich noch gucken. DK war ja, glaube ich, noch Shami. Also ein, zwei Chars sind es tatsächlich noch. Gut, dann haben wir den nächsten Char. Mit dem Rogue sind wir auch wieder hergeflattert. Und da dürften wir nicht sonderlich viele Teile brauchen. Ihr seht, hier sind 6, 5. 5, Season 1 brauche ich anscheinend sogar gar nichts, so wie es aussieht. Da habe ich mir anscheinend mal was gekauft. Ah, das ist das grüne Set, ne? Warte mal, kann ich mir das so. Das hier fand ich ziemlich nice, das Set. Das habe ich mir mal so gekauft mit dem Rogue, weil ich den so transmogt habe. Ja, fand ich mal was anderes. Dachte ich mir, das hole ich mir. Deswegen habe ich das anscheinend auch schon. So, dann müssen wir uns das gar nicht mehr kaufen. Dann brauchen wir hier nur Season 2 Set. Die ganzen anderen Teile, seht ihr, das ist alles Ledergear. Das haben wir natürlich schon mal gekauft, weil ich das mit dem Druid geholt habe. Sei bitte nicht verbuggt. Gut, der ist nicht verbuggt, 100%. Dann das zweite Set. Weiß, der ist auch nicht verbuggt. Weißt, da freut man sich schon, wenn das Game nicht komplett rumbuggt. Und das dritte Set, auch nicht verbuggt. Was ist denn da los? 3 von 3 haben funktioniert. Wunderbar, das war eine schnelle Geschichte. Und jetzt brauche ich, glaube ich, noch den Schamanen. Dann schicken wir das zu meinem Shami. Ich habe nämlich hier auf dem Server Lothar, wo ich gerade unterwegs bin, habe ich nämlich jede Klasse genau einmal. Dann ist es ein bisschen einfacher zum Durchloggen. So, dann switchen wir mal weiter. Sodala, ich bin jetzt einmal auf den Shami geswappt. Und mit dem haben wir auch schon wieder die Marken rübergeschickt. Übrigens, Zwischenstand, wir sind jetzt bei 1719 Marken. Mit den Shami würden wir nur die Sets brauchen. Ich hoffe, sie buggen nicht. Denn wir haben ja vorher mit dem Hunter schon die ganzen Zweitsachen gekauft, ne? Also dieses ganze Gelöt. Jetzt gucken wir mal. Set wird gelernt. Da sind ziemlich viele Items drin, seht ihr? Mal gucken, ob er die alle checkt. Nee. Ich glaube, die checkt er nicht alle. Ah, Blizzard. Blizzard. Also wir machen das jetzt mal in der Speed-Variante. Wir lernen jetzt die ganzen Sets hier. Und dann ich mal kurz also kein Relog, sondern aus- und einloggen. Tu das resetten und ich hoffe, dass er dann alle checkt. Schauen wir mal. Sodala, hier läuft noch so ein Typ rum. Nicht, ob der was von mir will. Jetzt tun wir mal ausloggen und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, nach dem quasi neu einloggen plus refreshen hat das jetzt wieder funktioniert. Sind alle auf 100%. Burning Crusade ist auch bei dem Shami hier rausgeflogen. Und jetzt müsste ich noch gucken, im Account-Modus, welchen Char ich denn noch brauche, also welche Klasse. Wir hatten ja vorher gesehen, was mich gewundert hat, der DK ist da ja tatsächlich auch drin, warum auch immer sie da nochmal ein Set reingehauen haben. Und warum ist hier der Priester nochmal drin? Das ist sonderbar. Also irgendwie ist da, nee, da ist ein Item vom Priester und der Magier drin. Das ist ein Magier-Set, das ist nicht Priester. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Egal. Ah, warte mal, hier steht Klasse Priester drin und da steht Klasse Magier. Und da muss ich dann vielleicht nachher nochmal gucken, ob das vielleicht einfach nur falsch hinterlegt ist oder ob da was anderes rumspinnt. Aber es gibt hier auch noch ein DK-Set, deswegen werde ich mein DK auch nochmal hier hinflattern. Und ihr seht schon, es war eine weise Entscheidung, die Chars noch nicht wegzuporten, weil das wollte ich ursprünglich erst machen. Aber da müssen wir dann nochmal gucken, an was das hier liegt, dass da noch ein Item drin ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug im Addon, das kann natürlich auch immer sein. Gut, auf dem DK haben wir es verschickt, dann loggen wir weiter. So, na Loder, ich bin einmal auf den DK gelockt, auch schon hergeflattert. Und jetzt können wir uns das Season 4 DK-Set hier holen. Tatsächlich, hat Blizzard da echt noch ein Set reingebastelt, ne? Schau mal an. Das lernen wir einmal. Okay, das hat er anscheinend gefressen. Und jetzt, wie ihr seht, ist jetzt dieses eine Item hier noch drin, ne? Ich bin im Account-Modus unterwegs. Und das ist jetzt ein Item, das wir über das Set anscheinend vom Priester kriegen, aber das als Klasse Magier deklariert wird, was halt überhaupt keinen Sinn macht.
Jetzt muss ich mal gucken, mit welchem Char ich das kriegen kann. Ich glaube, ich schicke jetzt die Marken mal auf Magier und gucke mal, ob ich das da krieg. Weil ich hätte hier gern Burning Crusade tatsächlich fertig bekommen. Wir haben jetzt übrigens 1659 Marken noch, also relativ viel tatsächlich. So, jetzt schicken wir das auf den Magier, der müsste ja noch da rumstehen. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, das lässt sich hier noch irgendwie kaufen, das Item, ne? So, ich habe jetzt mal ein bisschen durchgelockt noch, ne? Ich habe bei meinem Magier geguckt, da konnte ich hier nichts kaufen, weil das ja unter Magier steht, also Klasse Magier. Dann bin ich jetzt auf meinen Priester gelockt, weil das ja hier unter Priester gelistet ist. Hier kriege ich aber auch nichts. Beziehungsweise hier steht es auch drin als Token. Ich glaube, das ist, wenn dann falsch verlinkt oder ich habe keine Ahnung, weil mehr, also nochmal kaufen kann ich es ja nicht. Das geht leider nicht. Und das Einzige, was ich jetzt noch so als kleinen Hinweis hätte, hier steht dran, dass ich noch vom Hexer was brauche. Eventuell nehme ich jetzt meine Marken, fliege mit meinem Hexer hier nochmal her und gucke, ob ich mit dem was kaufen kann. Das ist so mein letzter, mein letzter Strohhalm, den ich greifen kann, dass wir hier Burning Crusade doch fertig kriegen. Das ist immer nervig, wenn da noch ein Teil irgendwie nicht so will, wie man das haben will, ne? So, Leute, jetzt bin ich als letztes mit meinem Hexer hier noch angekommen. Und zwar hier im All the Things ist quasi nichts mit dem Hexer drin, aber wenn ich über den Händler fahre, seht ihr, fehlen mir noch zwei Hexer-Items. Ich habe zwar anscheinend das Set mir gekauft, aber hier fehlen mir die zwei Tokens. Irgendwie spackt da drum, keine Ahnung, wir kaufen die jetzt einfach noch, dass wir die zwei T-Mox noch bekommen. Und, Moment, da fehlt da noch was? Ne, jetzt ist er auf 100%. Die lernen wir jetzt einmal noch. Und wahrscheinlich habe ich mir damals die einzelnen Sachen geholt, dann war das Token schon als erfüllt gewertet, aber ich habe anscheinend hier diese zwei Dinger nicht bekommen, warum auch immer. Das haben wir jetzt nachgekauft, haben wir das auch fertig. Und das andere, was mir jetzt hier im Burning Crusade noch fehlt, habe ich nachgeguckt, beziehungsweise haben wir zusammen im Stream erörtert. Das ist anscheinend aus Wotteln Item vom Magentums Turnier und das kriegen anscheinend nur Hordler, wenn man da bei einem Händler ein Item kauft. Also da muss ich mal gucken, mal irgendwann mal vom Horden-Char umloggen und uns das vielleicht holen. Wir können mal schauen, ob ich das irgendwie kriegen kann. Ich meine aber, da bräuchte ich so einen Token aus dem Raid. Das muss ich mal schauen, vielleicht können wir das nachher nochmal rausbekommen, dass hier Burning Crusade komplett rausfliegt. So, jetzt würde ich aber sagen, flatter ich mit meinen ganzen Chars Richtung Wottel und da muss ich dann zum Glück auch nicht mehr so weit hinfliegen, das ist das Schöne, weil hier in Burning Crusade musste ich von Shatra immer komplett hier in die Area 52 fliegen und das ist halt dann doch schon ein bisschen nerviger. So, Dala, ich bin jetzt einmal mit meinem Hexer hier im Nordend Dalaran angelangt. Also wir sind einmal Nordend, Kristallsangwald, Nordend Dalaran. Und hier haben wir die Händler. Einmal in der Kanalisation, dass sie es rausbringen. Dann müssen wir einmal hier unten reinlaufen. Und dann hier ums Eck. Also sprich nicht im Legion Dalaran, sondern im Nordend Dalaran. Und jetzt müssen wir einmal dahinter. Warte mal, hier kann ich hier aufmounten? Ah doch, ich kann hier sogar aufmounten, okay. Easy. Vielleicht das falsche Mount jetzt hier gewählt. Und dann haben wir hier hinten die Typen, ne? Bei denen kann man das Zeug kaufen, da sind einige Händler. Und so wie ich hier gesehen habe, brauche ich in den verschiedenen Seasons, seht ihr, da sind keine Set-Teile dabei. Das sind nur die, Neben-Items, also Handgelenke, Taille und Füße. Ich weiß nicht, ob ich hier mir irgendwann schon mal die Sets gekauft habe, I don't know. Was blöd ist, in einer Season, ne, in der Season 8, fehlen mir die, also ich muss doch wieder alle Chars durchloggen. RIP. Aber zumindest hier bei den Händlern, da muss ich dann nur die Nebensachen kaufen. Wobei, hier ist auch eine Hose, ne? Komischerweise, warum wird die da nicht angezeigt? Ah, ich hab genau den Season 8 Händler erwischt. Okay, never mind. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte mir jetzt gerade, erstbeste Händler. So, das fliegt schon mal raus. Perfekt. Und dann, ja, können wir den Rest hier auch mal noch kaufen. Gürtel, was haben wir hier? Handgelenke, Schuhe, wie viele Sachen sind das denn? Das Ding ist, die sehen alle komplett gleich aus. Aber die haben halt eine eigene Item-ID, ne? Und ich will ja auch die IDs fertig kriegen, deswegen müssen wir mal gucken. Achso, übrigens an Abzeichen, wie viel sind wir? Wahrscheinlich waren wir jetzt so bei 1650, ne? Die wir über hatten, also 350 hatten wir jetzt für Burning Crusade ausgegeben. Das geht, ne? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es mehr ist. Aber wie gesagt, die Waffen hatten wir schon alle und dementsprechend fällt das raus. Achso, vielleicht sollte ich jetzt hier einmal wieder den Account-Modus ausmachen, dass wir sehen, ob wir mit einem Hexenmeister tatsächlich alle Items dann hier parat haben.
Der ist auf 100%. Dann ziehen wir die noch einmal an. Packen die Sachen wieder natürlich runter, weil wir wollen ja nicht riskieren, dass wir unser Level-Gear hier weghauen. Also, naja, wie gesagt, wäre jetzt nicht so arg schlimm, aber es levelt sich doch einfacher mit Shadowlands-Gear und nicht irgendwelchen PvP-Sachen aus Wrath of the Lich King. So, hier hab... Ach, schau mal, hier gibt's auch ein Set. Ich glaube, ich muss mir das Set doch kaufen, seht ihr? Weil da habe ich nicht alle Teile, so wie es aussieht. Da habe ich bloß... Hoi, warum wird das im All the Things da nicht angezeigt? Das wundert mich jetzt gerade. Weil hier, das war ja nicht komplett, ne? Da fehlen mir nämlich noch zwei Dinger. Komisch. Das kaufen wir jetzt mal. Das hier ist welcher Händler? Doch, da wird mir doch was vom Hexer angezeigt. Komisch. Ich dachte, ich habe nämlich hier alle... Nee, da sind auch keine Set-Teile. Okay, ich kaufe es jetzt einfach mal. Das ist Season 7. Aber seht ihr? Hier sind eigentlich auch nur Handgelenke, Taille, Füße. Komisch. Komisch. Ich kaufe es mir jetzt mal. Gucken wir, ob wir es lernen können. Doch, da haben wir jetzt zwei Dinger gekriegt. Also anscheinend ist es nicht hundertprozentig komplett im All the Things hinterlegt, so wie es aussieht. Ja gut, dann kaufen wir uns die jetzt halt manuell hier noch raus, die anderen Sachen. Ja, es ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr, als ich dachte. An Stuff. Umhänge haben wir anscheinend schon mal alle geholt. War auch, okay. 100%. Hier sind es ein bisschen mehr Händler, wie ihr seht. Also hier sind es nicht nur vier. Es gab zwar, glaube ich, nicht mal mehr Seasons, so wie es scheint. Aber da gab es dann... gab es dann quasi pro Season verschiedene Sets, ne? Also ein Ehrenset und ein Conquest oder sind es Valor Points? Ich weiß gar nicht. Also irgendwelche Punkte halt, ne? Wie sie damals dann auch immer hießen. Und dementsprechend hat man da mehrere Händler, um die unterschiedlichen Sachen zu kaufen. Ich glaube, in MOP ist es dann richtig ausgeartet. Da gab es dann x Sets, gab es dann, glaube ich, drei Sets oder so schon. Also, ja, da muss man dann immer ein bisschen mehr kaufen. So, hier haben wir auch die Problematik, dass wir das Token kaufen müssen. Dann haben wir da noch ein paar. Ah, ich glaube, da gehen dann doch ein paar Marken drauf, ne? Das wir hier alles haben. Aber auch in Wattle habe ich mit meinem Hexer noch ein bisschen Arena gespielt. Ihr seht, hier habe ich ein paar Items tatsächlich schon eingetütet. Hätten wir den auch fertig? Okay. Das Gute ist, pro Rüstungsklasse muss ich dann nur immer mit einem Char, ne? Quasi diese ganzen Nebenteile kaufen. Das geht ja dann halbwegs sogar. Okay, also den hätten wir auch. Dann haben wir den nächsten hier. Brauchen wir das Set? Ja, natürlich brauchen wir das Set. Ich glaube, in Wattle sahen aber sogar auch unter den verschiedenen Seasons die Sachen ziemlich ähnlich, sogar manche gleich aus, ne? Vor allem bei den Umhängen und solchen Geschichten. Okay. Ich sag's euch, gut, dass ich die Waffentokens gekauft habe schon, weil sonst wären wir jetzt wahrscheinlich unsere Marken schon los. Ihr müsst euch überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Händler, ne? Mal 80, da geht einiges raus in Marken, ne? Mit nur diesen kleinen Sachen, das geht dann eigentlich vollkommen. Okay, den hätten wir auch. Dann sind es noch zwei an der Zahl. Das Set brauchen wir natürlich auch wieder. Und dann hier ein paar kleine Teile. Dann muss ich mal gucken. Das ist mal ein bisschen ein Portalgehüpfe, ne? Von Area 52, dann ins Nordins Dalaran, da habe ich immer noch mit den Chars hier, ins Legion Dalaran, da habe ich immer noch einen Ruhestein. Glücklicherweise von damals. Und dann nach SW und dann wie hier wieder her. Warte mal, das kann ich nicht lernen. Anscheinend habe ich da schon alles. Ah, da habe ich schon alles, okay. Gut, das hätten wir jetzt was verkackt. Dann holen wir uns jetzt das Zeug hier noch. Also solange diese Sanduhr dran ist, kannst du es quasi zurückgeben wieder und kriegst halt den Preis, den du gezahlt hast, ob es Gold war oder irgendwelche Materialien. Und dann wird dir aber auch das Transmog wieder aberkannt. Deswegen muss ich halt jedes einzelne anlegen. Dann ist es an mich gebunden und dann kann ich es einfach für ein paar Silber beim Händler wieder verkaufen. Ne? Wenn ich das vorher verkaufen würde, dann hätte ich halt einfach die Problematik, dass meine Marken zwar wieder hier in der Tasche wären, aber habe ich das T-Mog ja auch nicht und das ist ja nicht Ziel der Sache. Gut, dann müssten wir die alle haben. Wattle ist rausgeflogen, zumindest mit dem Hexenmeister. Und ihr seht, die sind alle auf 100%. Wunderbar, dann haben wir das auch. Jetzt müsste ich bloß die Marken weiterschicken. Und zwar machen wir das einmal. Ich würde sagen, machen wir es als nächstes auf den Priester, oder? Priester.
Und wir sind jetzt bei 1558 Marken. Im Moment geht's noch tatsächlich. Und ich habe euch ja gesagt, das wird ein längere Ritt hier. So, dann haben wir den nächsten Char hergebracht. Einmal der Priester. Und damit müsste ich jetzt einfach nur mal die Set-Tokens kaufen. Genau, die anderen Sachen haben wir. Ich hoffe, dass die Set-Tokens nicht rumbuggen. Drückt mir die Daumen. Kein Bock, wieder fünfmal auszu... Aber was ist mit dem Priester? Warum buggen die Sachen denn da? Aber das ist bereits bekannt. Da haben wir 100%. Haben wir auch 100%? Auch 100? Hä? What the hell? Warum? Bei dem brauche ich tatsächlich jetzt immer nur das eine Set. Warum habe ich die anderen Sets jetzt schon? Wait. Hat Blizzard das so gemacht, dass für alle die Sets gleich ausschauen, dass das ein Stoffset war? Kann das sein? Aber das glaube ich nicht, oder? Das wäre ja komisch. Oder habe ich mir die irgendwann schon mal gekauft? Weil jetzt ist es hier, dass ich nur dieses Set brauchte und die anderen alle schon habe. Oder ist da irgendwas komisch? Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Wahrscheinlich wird das auch wieder ein bisschen größerer Mist werden. Nee, da ist nur dieses eine Set drin. Gut, aber ich muss jetzt eh nochmal neu einloggen, ne, dass er das wieder checkt, dass ich das Set habe. Beauty. Also, ich habe einmal neu eingeloggt und die Collection refreshed. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier überall 100%. Das hat schon mal funktioniert. Genau, da ist Wottel für den Priester auch raus. Dann schicke ich mal den nächsten Char weiter. Und zwar machen wir den nächsten Stoffchar, hätte ich gesagt. Ne, dann bleiben wir da konstant. Nehmen wir den Magier. Wenn es gut läuft, muss ich mir mit dem da auch nur ein Set kaufen. Ne? Mal schauen. So, dann haben wir den Mage am Start. Und der hat natürlich hier auch wieder ein Set. Bitte sei nicht verbuggt. Heißt es nicht verbuggt, die sind alle auf 100%. Ja gut, das ist eine schnelle Nummer gewesen. Dann sind wir mit den Stoffchars tatsächlich durch. Dann schicke ich das jetzt mal weiter zu meinem Schurken. Würde ich sagen, machen wir mit Leder weiter. Wir sind jetzt bei 1534 Marken, die noch über sind. Sieht im Moment noch gut aus, ne? So, dann haben wir den Schurken als nächstes. Hier haben wir auch wieder ein Set beim Season 8 Händler. Check, das hat nicht gebacken. Die anderen haben wir... Also, ehrlich gesagt, ich check's nicht so ganz, wie das ist, ne, mit diesen Sets. Aber irgendwie scheint das... Warte mal, zur Sicherheit, ich quatsch die jetzt mal an. Nicht, dass da doch irgendwas buggt. Nee, aber die Set-Dinger haben wir immer komplett... Ich bin mir echt... Also, ne, es ist halt alles schon eine Weile her. Es kann sein, dass ich mir die schon mal irgendwann gekauft habe. Oder, die sehen alle gleich aus, die Sets. Das kann natürlich auch sein. I don't know. Dann, ja, komm, machen wir mit dem Charmy weiter, oder? Weil den Druid habe ich schon. Monk gibt's hier keinen. DH gibt's hier auch keinen. Dann Charmy. So, Charmy haben wir jetzt als nächstes. Postkasten müssen wir noch aufstellen. Ich hoffe, ich brauche den dann später nicht nochmal, weil dann wird es ein bisschen blöd. Der hat nämlich, glaube ich, ein paar Stunden Abklingzeit. Und hier gibt es dann, glaube ich, wieder ein paar Sets. Genau. Erstmal hier einmal das Season 8 Set. Ich hoffe, da haben wir alle Dinger gekriegt. Nee, das hat nicht so ganz geklappt, ne? Da fehlen noch 13 Teile. Da müssen wir nachher nochmal reloggen. Jetzt kaufe ich mir aber erstmal den Rest hier. Warte mal, wir müssen hier mal einen Ticken Platz machen. Denn die Kettensachen habe ich natürlich noch nicht, ne? Vorher habe ich ja die Stoffsachen alle gekauft, die... Moment, das ist... Gehört ja zu dem Set dazu, oder? Das müsste ich ja eh kriegen, wenn ich relogge. Dann kaufen wir die jetzt mal nicht. Wir kaufen nur mal die anderen Teile hier. Und dann schaue ich einfach, wenn ich den Relog durchdrücke, ob das dann klappt. Ich hoffe doch mal. Paar Teile von den Kettensachen haben wir tatsächlich schon, ne? Aber dann kaufen wir erstmal die anderen Sets auch noch und dann werden wir sehen, wie das klappt. Da muss ich nicht fünfmal reloggen. So, ja komm, die lernen wir jetzt hier trotzdem scheiß drauf. So, Dollar. Noch und das hier. Dann kann ich die jetzt gleich schon mal einen Ticken wegtun, dass ich die nicht versehentlich weghaue. Das ist jetzt nur noch Charmy Set, okay. Da fehlt mir auch noch was vom Set. Lernen wir das mal noch. Naja, das hat leider auch nicht geklappt. Na wunderbar. Da fehlen mir auch noch drei Teile dann. Na, da gehen dann schon ein paar mehr Sachen drauf. Okay, das sind Umhänge. Können wir die auch noch lernen?
frage mich halt, warum das bei manchen, ne, wie jetzt hier, rumbackt, dass ich dann nochmal reloggen muss und refreshen. Und bei anderen klappt das ohne Probleme. Das verstehe ich nicht so ganz. Oh, ich habe irgendeine Handgelenk noch. Ah, schau mal, da haben wir es. Für eine Marke vergessen. Können wir dann auch noch weghauen. Okay. Dann haben wir hier noch einen Händler, der noch ein Set hat. Also wenn es bei einem buggt, dann buggt es bei allen, ne? Dann klappt das so ganz und gar nicht. So, haben wir alle. Also ich glaube, ich schaffe es relativ sicher, dass ich irgendwann mal eins von den Gear-Items verticke, ne? Dass ich mit den Chars tatsächlich trage. Aber da ich hier auf dem Server, glaube ich, kein Max-Level... Oder doch, der Schurke ist Max-Level. Aber bei den anderen sind es alles Level-Chars. Und da, ja, ist es relativ wurscht, wenn wir ehrlich sind. So, hier haben wir auch noch ein Set. Ein 5 haben wir hier. Dann noch ein paar kleine. Ja, da gehen die Marken schon gut runter, ne? Jetzt sind wir noch bei 1441. Wird schon langsam weniger. Aber ich denke mal, Burning Crusade, sage ich hier, Wotteln müsste ich... wenn ich alles gekauft habe, immer noch 1000 Marken über haben. Dann können wir dann ordentlich was noch was in Cutter investieren. Da sind es dann, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Cutter und MOP waren es ja über 1000 Items. Mal gucken, ob es dann schon knäpplich wird mit Marken. Aber ich denke mal, Wortel kriege ich hier auf jeden Fall noch fertig. Und dann denke ich mal, ich kriege noch ein gutes Stück von dem Cutter-Zeug auch. Hoffe ich zumindest, ne? So, da haben wir noch ein Set. Dann noch ein paar kleine Teile. Also ich glaube, dass die alle ziemlich ähnlich hier aussehen, ne? Aber uns geht es hier um die IDs. Und wenn ich hier mit dem ganzen Bums fertig bin, dann refresh ich mal auf Data for Azeroth auch das, das Ranking. Und dann muss man mal gucken, wie viele Dinger wir plus gemacht haben. Also ich glaube so, ja, ein paar hundert müssen es auf jeden Fall sein. Vielleicht sind es sogar 1000, weil teilweise sind ja unter einem Set-Ding so 20, 30 Items, ne? Also da kann das schon ganz gut nach oben gehen. Ist halt schwer zu schätzen. So, okay, den Händler haben wir auch, den haben wir auch. Okay, also die haben funktioniert, ne? Die sind jetzt alle auf 100. Hä, warum sind die jetzt auf? Der sitzt auch auf 100. Der war vorher nicht auf 100. Ich check's halt echt nicht. Bloß den hat er irgendwie nicht. Sonderbar. Gut, okay, jetzt machen wir es folgenderweise. Achso, warte mal, nee, dann ist ja mein... Ist meine Stanzpfeife weg, ne? Naja gut, dann schicke ich es oben. Oben ist ja auch ein Briefkasten. Jetzt logge ich hier neu ein und dann gucken wir mal, ob er es dann checkt. So, dala, es hat hier auch wieder geklappt. Ich habe es resettet. Erstmal neu geladen, resettet und jetzt sieht's gut aus. Wir haben jetzt hier die ganzen Teile komplett. Jetzt schicke ich die mal weiter auf den Hunter, würde ich sagen. Jetzt muss ich da bloß wieder hochhatschen, weil natürlich meine Kati-Stanzpfeife beim Aus- und Einloggen leider verschwunden ist. Blöderweise. So, dala. Jetzt sind wir auf dem Hunter am Start. Da können wir uns wahrscheinlich jetzt auch nochmal das Set kaufen. Komm, gib mir alle Teile. Drück mir die Daumen. Ja, das hat funktioniert. Und die anderen Dinger, haben wir die? 100, 100, 100, 100. 100, wunderbar. Also das hätten wir dann auch. Dann könnte ich da eigentlich weiter loggen. Jetzt gucken wir zur Sicherheit, bevor ich wieder zurückloggen muss, noch einmal hier rein. Wo sind die PvP-Teile? Da. Ja, Wortel ist raus. Dann hätte ich jetzt noch die drei Platten-Chars. Worry, dann den Pala und jetzt hier in Wotteln natürlich den DK, ne, den dürfen wir nicht vergessen. So, dala, gehen wir als erstes auf den Worry. Wir sind mittlerweile, Moment, gucken wir mal kurz, stacken wir, ach, na, das kann man hier nicht zusammenstacken, dass wir die genaue Zahl haben. 1400, also knappe 600 Dinger haben wir jetzt schon ausgegeben. Ja, ja, so langsam wird's. So langsam wird's. Gut, dann bin ich weiter gelockt, einmal auf meinem Warrior hier. Und bei dem können wir jetzt wieder ein bisschen mehr kaufen, denn da haben wir natürlich auch die ganzen Plattensachen noch. Und ich hoffe, das Set buggt nicht rum. Einmal das Set. Oh, das hat funktioniert, wunderbar. Und dann haben wir hier die ganzen Zweitsachen noch. Schuhe, Handgelenke und die Gürtel. Na, schau mal, ein paar Sachen habe ich hier auch schon. Gut, ersten Händler haben wir. Komm, wir lernen sie gleich nochmal. Auf dem Worry war ich vorher noch gar nicht. Jetzt müssen wir hier mal das richtige Gear noch retten. Ihr seht schon diese ganzen Chars auf dem Server. Die haben alle dieses Gear aus... Halt, warte mal, das ist das Falsche. Das hier wollten wir. Aus
dem, was war es, 8.3, also den letzten Patch aus Shadowlands an, was man sich darüber schicken kann. Ach, das habe ich schon gelernt. Und dann das noch, okay, das können wir jetzt alles verkaufen. Dann haben wir hier auch noch ein Set, da brauche ich aber nur 3 Teile. Anscheinend habe ich da schon ein paar Sachen aus einer anderen Quelle, so wie es ausguckt. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dem Warrior hier teilweise schon Zeug habe, ne? Also, ich meine, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich in Wattle damals mit dem Warrior hier irgendwas gemacht habe, PvP-technisch. Ich habe ein bisschen habe ich mit dem Hexer in Wattle noch Arena gespielt und dann halt später mit dem Druid, ne? Da habe ich dann geswitcht in Wattle. Und ein bisschen Priester habe ich noch geradet. Und mit dem Warrior habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, ne? Aber manchmal hat man ja da auch immer ein bisschen eine falsche Vorstellung noch. So, da. Oder erinnert sich da ein bisschen anders, als es dann wirklich war. Wenn das, ist ja mittlerweile schon über 10 Jahre her, ne? Wrath of the Lich King. Das waren noch Zeiten. So, den haben wir auch. Wunderbar. Legen wir den ganzen Glums an. Ich wollte mir ja eigentlich das Makro raussuchen, dass ich die nicht hier immer alle okay drücken muss, aber ich war jetzt dann tatsächlich doch zu faul. So viel Arbeit ist es doch nicht, das hier immer zu klicken. Dann haben wir hier noch einen. Ich muss mir dann, sobald wir jetzt nachher in Kataklysm unterwegs sind, noch angucken, was es da noch alles an Händler gab. Es müssen ja ein Haufen mehr sein, denn in Kata sind es tatsächlich über 1000 Items. Ich frage mich, was es da so viel mehr Sachen sind, ne? Ob es da noch mehr Seasons gab oder an was das liegt. Seht ihr? Ach nee, ja gut, das ist jetzt hier auf den Char, ne? Beschränkt aber allein auf dem Char sind es 121 Items. Ich frage mich, warum das so viele sind. Ah, seht ihr, da gab es ein Ehrengear, einen Gladiator-Gear und dann noch eine zusätzliche Season-Geschichte. Ah, da gab es einfach pro Season 3 Sets, deswegen ist das so viel Stuff. Na gut, okay. Müssen wir nachher mal schauen. Da gehen bestimmt einige Marken drauf für. So, den hatten wir. Jetzt haben wir noch 2 Händler. Ah ne, schon mal, den einen habe ich schon fertig. Perfekt. Der hier hat noch ein Set. Ich glaube, das war der Ehre-Typ, ne? Weil mit den habe ich mit allen Chars schon. Wahrscheinlich habe ich da mir die Sachen schon mal damals normal für Ehre gekauft gehabt. Vermute ich mal. Okay, dann lernen wir das noch. Ne, das ist schon bereits bekannt. Wait, ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ah, das passt schon, okay. Haben wir uns wieder ein paar Marken gespart. Juti, das kommt alles weg. Und dann sind wir mit allen Händlern durch. 100, 100, 100, 100. Auch 100, auch 100%. Okay, Wattle ist auch rausgeflogen, perfekt. Dann haben wir jetzt hier nur noch den Parler und den DK. Und damit müssten wir eigentlich nur die Sets kaufen, wenn es gut läuft. Wir sind jetzt noch bei 1320 Marken. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir als nächstes auf den Paladin, hätte ich gesagt. So, Parler haben wir auch am Start. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir auch wieder das Set, was wir uns kaufen können. Season 8. Und natürlich buggt es wieder rum. Dafür haben wir die anderen... Ah, halt! Was ist hier los? Da fehlt mir anscheinend auch 3 Teile. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe bestimmt schon einige Teile, weil ich immer Archivons Kammer war und das Mount gefarmt habe. Und da droppen diese PvP-Dinger auch, ne? Das könnte tatsächlich sein, dass das daher rührt, dass ich da mit einigen Klassen schon fast komplett fertig bin. Gut, jetzt hilft es leider nichts. Wir müssen wieder aus- und einloggen. Gut, nach dem Relog hat es funktioniert. Der Händler ist jetzt auch auf 100% und damit ist Wattle hier auch raus. Dann fehlt jetzt nur noch einer und zwar der DK. Und dort haben wir jetzt, ja, so langsam werden es weniger Marken. Gucken wir mal, wo habe ich denn mein DK? Da, und zwar, ich habe jetzt noch 1284 Marken. Gut, den letzten Char haben wir hier. DK ist am Start. Jetzt gucken wir mal. Da werden wir wahrscheinlich auch... Ja, wir brauchen nur das Set hier, das eine. So, drückt mir mal die Daumen, dass es nicht rumbackt. Ah, wunderbar, es hat funktioniert. Dann sind wir hier in Wattle tatsächlich fertig. Jetzt gucke ich bloß ganz fix noch im All the Things, ob ich jetzt wirklich die Chars hier weg bewegen kann. Und da schalten wir dann einmal nochmal um und zwar in den Account-Modus. So, Dollar. Und dann wäre das nächste tatsächlich Cataclysm. Naja gut, wenn ich jetzt Account-Modus gehe, ist eine Buggy-Item aus Burning Crusades noch drin, aber sonst ist alles raus. Und ja, wir haben jetzt noch über, nach den 2 Expansions,
1272 Marken, also wir haben gerade mal ein bisschen über 700 Marken ausgegeben, das geht, aber es waren auch in Burning Crusade, glaube ich, 200 Items, in Wottle 250, jetzt hier in Qatar sind es halt über 1000, also das wird dann nochmal eine andere Hausnummer und ich würde sagen, wir gehen jetzt dann erstmal zum Qatar-Händler und gucken mal, was wir da so alles kriegen. So, wir sind am nächsten Spot und zwar fangen wir jetzt mit Cataclysm an. Und dafür bin ich einmal in SW, hier in der Altstadt, auf den Koordinaten 76, 65. Und da gibt es ein eigenes Gebäude für. Da gehen wir jetzt mal rein. Und die Halle des Champions, oder ja, des Champions heißt die. Und dort haben wir einige Sachen. Hier gibt es, glaube ich, auch Classic-Stuff. Da müssen wir jetzt mal gucken. Einiges gehört zu Cutter, einiges gehört zu Classic. Ich glaube, die zwei waren Classic, das andere Zeug war irgendwie Cutter. Da fangen wir jetzt mal beim ersten Händler an. Hier oder warte mal, wir schauen mal allgemein rein, wie es mit den Seasons ausschaut, bevor wir jetzt hier anfangen. Ja, All the Things hängt wieder ein bisschen. Und da gibt es jetzt drei Seasons und es gibt auch einmal gewertet, sehe ich gerade. Okay. Aber gewertet scheinen ja die alten Nachbildungen zu sein. Ich weiß nicht, ob wir die kriegen. Tatsächlich, da müssen wir dann gleich mal gucken. So, aber wir können jetzt mal anfangen. Also es gibt ein Ehrenset, ein Gladiator-Set und dann Hanagier. Ruthless Season, okay. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich das kriege. Das ist wahrscheinlich das Gear, wo du eine Wertung brauchtest. Ne? Mal gucken, ob er das noch kaufen kann. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Also, die Waffentoken haben wir zum Glück. Dann kaufen wir jetzt erstmal hier. Halt, das will ich nicht wieder zurückgeben. Erstmal das Set. Irgendwo hier so hin. Oh. Dann können wir die ganzen kleinen Teile kaufen. Ach, schau mal, Schuhe haben wir hier anscheinend schon mal geholt. Waffen haben wir schon und mehr hat der Händler gar nicht. Ah, okay, das ist ja relativ übersichtlich tatsächlich, wenn wir es jetzt mit den anderen Expansions vergleichen. Aber hier sind es ja relativ viele Händler, ne? Also da werden wir schon mal das ein oder andere ausgeben können. Warte mal, hier die Teile tun wir mal weg. Das ist mein richtiger Umhang. Warte mal, Umhang habe ich auch noch gebraucht? Weiß nicht, ob ich mir jetzt den nicht zu viel gekauft habe. Egal, hier haben wir schon 100%. Ach, seht ihr mal, der Händler ist tatsächlich aus BFA, ne? Der hat nämlich BFA aktuelles Gear, sehe ich gerade. Seht ihr? Das ist nämlich Azerit-Gear. Und das kannst du auch noch für richtige Ehre kaufen. Das habe ich anscheinend schon mal irgendwann gemacht. Okay, also den brauchen wir nicht. Da haben wir wieder einen Händler, das ist jetzt Season 10. Einmal das Set. Dann haben wir einen Haufen kleinen Stuff. Handgelenke, einen Rücken. Also zwischendrin habe ich immer mal wieder ein paar Items schon geholt. Okay, mehr ist es tatsächlich nicht. Ich gestehe euch was. Ich habe mir zwischendrin, weil ich immer mit den ganzen Charts am Umloggen bin und herlaufen, relativ lange Ladebalken habe ich mir zwischendrin ein Eis jetzt gebastelt. Und ja, ich habe das gebastelt. Und immer wenn ich lade, futter ich jetzt mein Eis nebenbei. Und ehrlich gesagt, das ist ganz entspannt, ja. Also, bei so vielen Add-ons, die ich mittlerweile habe, ist das echt so ein bisschen eine Qual. Ne? Das muss man dann mal so ein bisschen unterbrücken. Oder überbrücken, so rum. Und, ja. Deswegen schaue ich, dass ich schnell die Items kaufe, dann kann ich mein Eis nämlich weiter schnabulieren. So, aber das kaufen wir uns jetzt auch noch. Das war jetzt der Season. Welche Season war das? Das ist jetzt 11. Okay. Und dann muss ich mal gucken, wo ich die anderen Items noch herkrieg von den vom Ehrengear bzw. Gladiator-Gear, ne? Also die müssen dann nochmal irgendwo anders her sein. Jetzt schauen wir mal hier rein. Wobei, 11 ist jetzt komplett rausgeflogen, ne? Also das passt. Was haben wir jetzt hier noch drin? Noch blaue Sachen. Also das ist kein episches Gear. Da muss es dann noch irgendwo ein blaues Set geben. Also den haben wir jetzt auch 100%. Was ist hier hinten für einer? Ah, seht ihr, der hat das blaue Gear, der Kollege. Den holen wir uns noch. 1, 2. 4, 5. Okay. Aber da ist noch mehr Zeug drin. Der hat noch... Warte mal, der hat noch irgendein Setting? Bei manchen Expansion war es dann auch so, dass es dann dieses Ehrengear für quasi alle, also für eine Rüstungsklasse gab. Ich weiß nicht, ob der so einer ist. Nee, aber da fehlt mir auch noch ein Set-Ding. Ah, okay, das ist buggy, da muss ich dann reloggen. Okay. Und jetzt muss es aber hier auch nochmal einen
für Season 10 geben. Gucken wir mal. Also den muss ich reloggen. Den hier haben wir. Den haben wir. Den haben... Ne, warte mal. Ah, da muss ich auch reloggen. Okay, der buggt auch. Interessant. Die haben wir auch. Die können nichts verkaufen. Den haben wir auch. Okay, und oben standen, glaube ich, noch Händler, aber das waren nicht unbedingt PvP-Händler, oder? Jetzt schauen wir mal. Nee, so wie es... Ah, genau, das sind für die Tier-Sets. Also das ist Tierzeug aus dem Raid. Das hier auch und der hier auch, oder? Jetzt gucken wir mal. Ja, genau, also das sind Raid-Tokens. Die wollen wir uns jetzt mal nicht angucken. Und hier haben wir jetzt noch Classic-Items, ne? Okay, jetzt gucke ich mal, kann ich mir die kaufen, auch wenn ich... Wenn ich jetzt kein Rating habe, also die sind wahrscheinlich jetzt nicht unter Cutter drin, sondern irgendwo anders. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Ich kann die kaufen, aber ich habe das T-Mog dann nicht gelernt. Warte, wenn ich es jetzt anlege. Interessant. Interessant. Also irgendwie lernt er das T-Mog nicht. Vielleicht brauchst du da dann irgendein Rating oder irgendwas anderes. Ich lasse das jetzt mal im Inventar. Und hau mal einen Relog rein und schau mal, ob ich dann die Sachen rauskriege. Ne? Können wir mal gucken, ob das funktioniert. So, Dala, ich habe jetzt einmal Relog gehabt. Und jetzt sehe ich gerade, dass die Waffen hier oben drin sind. Und die eine Axt, die ist jetzt hier als Collected drin. Seht ihr das? Also hier zumindest oben als Collected, unten irgendwie nicht die Nachbildung, keine Ahnung. Könnte ich mir jetzt vielleicht dann noch kaufen, die anderen Sachen. Ich muss dann, glaube ich, vielleicht nochmal reloggen oder so, damit wir das dann nochmal sehen, wie das funktioniert, wenn ich die weghaue. Hier habe ich nichts verlernt. Die kaufen wir uns jetzt einfach mal, die Waffen. Die ich noch brauche, das ist ein Schwert, noch ein Schwert, eine Axt, Streitkolben, noch ein Schwert. Gut, das hier habe ich auch nicht, oder? Ne, das sind 5 müssten es sein, Moment. Ich habe das Schwert... Hier habe ich, das habe ich, eine Axt fehlt noch. Ah ne, die habe ich gelernt. Heu, warum hat er die jetzt nicht gecheckt? Ich glaube, das sind nochmal andere Teile, weil die heißen Nachbildung. Und das, da hat das keine Nachbildung im Text drin, ne? I don't know, also das ist irgendwie komisch. Vor allem da sind noch mehr... Das ist auch noch eine Schusswaffe, ne? Die könnte ich dann vielleicht auch noch mit einem Warrior oder so holen. Ja, keine Ahnung. Ich ziehe die jetzt einfach mal an und relock dann nachher nochmal. Eventuell blickt er das, dass ich das Zeug habe. Irgendwie klappt es nicht so ganz mit dem Lernen der Sachen. Egal. Und was dann auch noch drin ist, sind dann hier ein paar Einzelteile, wie ihr seht. Aber die Sets hat er jetzt gecheckt. Jetzt muss ich nur rauskriegen, wo ich die Einzelteile herkriege. Aber irgendwie... Seht ihr das? Das sind alle 100% die ganzen Händler. Also das blicke ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Wo soll ich denn das Zeug herkriegen? Elite-Plattenrüstung kriegst du das her, aber ich glaube, das kann ich nicht bekommen mehr. Zumindest zeigt das keiner hier an von denen. Ich suche die jetzt nochmal kurz durch. Aber so wie es aussieht... Also das ist ja Season 9 und das ist Season 10. Das wäre der Season... Das wäre der Season 9 Typ, aber der hat die Dinger nicht, ne? Ich glaube, das ist einfach das Elite-Gear, das du nicht mehr kriegen kannst. Weil es ist ja meistens so, wenn eine Season vorbei ist, dann war es das mit dem Elite-Gear. Das kannst du ja nur kriegen, wenn du ein gewisses Rating hast. Das wäre nämlich der Season 10 Typ, aber der hat das Elite-Gear auch nicht. Also keine Ahnung... wie ich an das rankommen soll, aber das geht anscheinend nicht. Komisch, dass das im All the Things noch drin ist. Ich suche mal die anderen Händler noch durch, aber ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwie rankomme. Nee, das sieht, glaube ich, schlecht aus. Nope. Okay, jetzt locke ich mal nochmal wegen den Waffen und dann gucken wir mal, ob ich das zumindest kriege. Sudala, ich bin jetzt auf dem anderen Char rüber geswappt. Ich habe mit dem DK jetzt noch ein bisschen rumprobiert. Irgendwie, das Gear, was mir da jetzt noch gefehlt hat, scheint irgendwie Elite-Gear zu sein. Das kannst du nicht mehr kaufen. Zumindest nicht, wenn du damals das Rating nicht hattest. Komisch ist zwar trotzdem, dass ich das bei den Händlern nicht gefunden habe, aber
ja, soll halt dann nicht sein. Ne? Jetzt machen wir mit den anderen Chars weiter. Und darüber muss ich mir dann irgendwann anders nochmal den Kopf zerbrechen, würde ich mal sagen. Jetzt kaufe ich mal hier die ganzen Set-Sachen. Ah, das hat zumindest geklappt. Wunderbar. Dann können wir am Ende nochmal gucken. Ah ja gut, die Plattengedöns habe ich mir ja schon gekauft. Also den haben wir fertig. Kaufen wir uns das Set noch. Natürlich, da hat wieder was rumgebackt. Den müssen wir dann halt nochmal reloggen. Den Händler haben wir. Hier müssten wir dann noch ein Set haben. Der hat funktioniert. Da haben wir auch alles. Dann haben wir da noch ein Set. Okay, da hat auch was gebackt. Ah, hier fehlt mir noch ein Handgelenk. Warum fehlt mir da ein Handgelenk? Und das habe ich anscheinend vorher nicht gekauft. Das müsste ja ein gleiches Teil beim DK gewesen sein, ne? Okay, also da muss ich nochmal reloggen. Gucken wir mal in die Liste rein. Da ist jetzt auch das Nachbildungsset drin, aber das war ja nicht hier zu kaufen, sondern ne, das konnte ich hier in der Area 52 kaufen. Okay, das können wir erstmal vernachlässigen. Hat ja noch gebackt gehabt. Das hier und die Teile. Ah, das ist wieder dieses Ruthless Set. Okay, also das kriegen wir wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, jetzt gucken wir nochmal die Händler drüber. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Da muss ich reloggen. Okay, aber es scheint mir dann bei allen Klassen zu gehen, so zu gehen, ne? Dass ich das Zeug dann erstmal nicht kriegen werde. So, Dala, ich hatte einmal reloggt gehabt. Und jetzt sind zumindest bis auf die gewertete Schlachtfelder-Geschichte alles rausgeflogen. Also ihr seht, hier sind jetzt halt diese alten Nachbildungen drin, die man übers RBG bekommt. Da muss man halt wahrscheinlich noch ein bisschen Rating mit dem Char erspielen. Was mich jetzt wundert, diese anderen Items, ne, diese ruchlosen Gladiator-Geschichten, sind bei dem Warrior hat's rausgeflogen. Vorher beim DK hat es nicht funktioniert. Ich verstehe es jetzt nicht so 100%, aber wir hinterfragen das jetzt mal nicht. Ich würde sagen, wenn ich jetzt hier schon auf dem Warrior bin, kaufe ich bei dem Händler mal noch das T-Mock, was es hier gibt. Hier sind es nämlich noch ein paar Waffen und mit dem Warrior kann ich ja so gut wie alle Waffen tragen. Jetzt gucken wir mal, was da noch ist. Hier so ein Bogen können wir noch mitnehmen. So eine Flinte. Was haben wir? Ein Dolch. Armbrust können wir noch machen. Ein Schild. Faustwaffe haben wir schon. Und was ist das noch? Eine Schildhand. Gut, das war's dann eigentlich. Die lernen wir jetzt alle noch. Und dann würde ich sagen, logge ich noch weiter. Ich habe jetzt nach dem Worry noch 1109 Abzeichen. Also ein bisschen was haben wir noch. Ich denke mal, wir Dings kriegen wir hier durch. Gut, okay. Dann switchen wir mal weiter. So, Dala, ich habe wieder weiter gelockt. Jetzt sind wir auf dem Parler. Wir haben noch insgesamt 1109 Abzeichen über. Und ja, ich gucke jetzt mal, ob das bei dem Parler funktioniert. Beim Worry hat es ja geklappt, dass wir das Elite-Set irgendwie nicht brauchten. Und ich habe jetzt auch die ganzen Teile von dem Kollegen hier geholt. Das sind zwar irgendwie nicht die Nachbildungen, also die sind trotzdem noch im All the Things irgendwie drin, warum auch immer. Aber zumindest hat es mir die anderen Sachen, ne? Also die anderen Season-Sachen rausgeschmissen. Ich hoffe, das klappt mit dem Parler jetzt auch, dass ich da die Liste ein bisschen weniger kriege. Und jetzt holen wir uns erstmal hier die ganzen Set-Teile. Und dann gucke ich mal. Ich glaube, die anderen Dinger müssten wir ja haben. Ne, seht ihr? Hier sind jetzt auch nochmal Sachen drin. Das verstehe ich nicht. Taille? Ah, wisst ihr, was ich glaube? Die sind wahrscheinlich trotzdem auch in dem Set mit dabei, ne? Jetzt kaufe ich mir erstmal alle Sets. Dann relogge ich nochmal. Und dann schauen wir, ob sich's dann von alleine erledigt. Sonst muss ich nochmal die Teile einzeln kaufen. Aber ich möchte jetzt ungern nochmal extra Marken wasten, ne? Weil jetzt werden es dann langsam doch schon ein bisschen weniger. Jetzt gehen wir langsam auf die Halbzeit zu. Jetzt kaufen wir uns mal die 4 Sets hier. Dann gucken wir mal, was dann overall noch fehlt. Okay, also da hinten fehlt nichts mehr, ne? Das passt. Ja, seht ihr, wie viele Teile hier allein in dem Set drin sind. Und eine Taille fehlt aber da unten noch. Seht ihr das? Also es ist doch ein... Ah, das ist es. Ich verstehe es nicht. Also manche Teile sind anscheinend doch klassspezifisch. Weil die wurde beim Worry... Ah, nee, das sind Füße, sind auch noch. Wo sind denn hier Füße? Ah, hier unten. Weil die wurden sicher beim DK und beim Worry nicht angezeigt, ne?
Also ganz sicher nicht. So, bei dem sind es auch nochmal Füße, komischerweise. Da ist auch nochmal Handgelenke drin. Also dieses Cutter-T-Mox-System, ne? Ich verstehe es nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich. Vor allem, wenn das bei den einzelnen Klassen unterschiedlich wäre, komplett, dann wären es ja mehr Teile als immer nur 1, 2. Hier sind es nochmal Handgelenke, die ich brauche. Ne, da ist sogar auch noch eine Taille und Schuhe drin. Und nochmal Hand... Ne, okay. Also keine Ahnung. Komisch. Muss ich mal schauen, ob das bei den anderen Rüstungsklassen genauso ist. Also bei den Stoff... Chars, beziehungsweise dann Kette und Leder auch, ne? Wobei Leder dürfte nicht so viel sein. Da habe ich mit dem Druid wirklich alles gekauft. Da müsste eigentlich alles raus sein. So, jetzt scheinen es nur noch die Sets zu sein, die hier fehlen. Nee, hier, schau mal, hier fehlen noch Füße. Okay, hier fehlt doch noch mehr. Strange. Also ich glaube, wenn ich hier All of Things nicht hätte, ne? Ich wäre einfach nur aufgeschmissen. Das zeigt zwar manchmal auch Sachen wie das bei Burning Crusade vorhin falsch an, aber bei den Händlern, ne, wenn die X-Seiten haben, dass du da alles erwischt, da musst du schon richtig gut durchgucken. So, okay, jetzt refresh ich das mal alles nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt dann nochmal Relog gehabt. Und so wie es aussieht, ist jetzt bei dem Parler das auch halbwegs gut gegangen. Das Einzige, was jetzt noch unter Cataclysm drin ist, sind quasi diese gewerteten Schlachtfelder. Das ist ja das RBG-Zeug, das können wir uns ja leider nicht holen. Und wir haben jetzt noch 1047 Marken über. Mit dem Plattenschar sind wir durch. Dann würde ich sagen, schicke ich das jetzt mal auf meinen Kettenschar, und zwar auf den Shami, und machen wir da weiter. So, dann haben wir meinen Shami am Start. Mit dem haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Zeug, weil wir ja das ganze Kettengedönse noch kaufen müssen. Und ja, ich weiß, ich muss mit dem Shami mal so ein wenig zumindest hier das Inventar aufräumen. Aber der hat die ganzen Juwel-Sachen noch am Start. Und das ist ein bisschen mehr Stuff. So, jetzt muss ich bloß gucken, was jetzt hier zu dem Set gehört und was ich nochmal extra kaufen muss. Wisst ihr was? Wir kaufen jetzt einfach die ganzen Sets, dann durch das... Oh, ich wollte mich nicht auf dem Stuhl hocken. Dann tun wir das Refresh und dann kann ich das restliche Stuff-Gedönse kaufen. Das ist wahrscheinlich einfacher tatsächlich. Weil sonst kaufe ich Sachen doppelt und jetzt die Marken umsonst rausfeuern müssen wir ja tatsächlich auch nicht, ne? Im Optimalfall. Drei Sets hier. Die restlichen Sachen kaufe ich einfach danach. Ah, das hat jetzt schon wieder ein bisschen was gekostet. Jetzt sind wir bei 999 Marken. Also, die Hälfte haben wir rausgehauen. Ich habe es vorhin schon im Stream gesagt gehabt. Ich bereue es gerade so ein bisschen, dass ich gesagt habe, 2000 Marken. Ich glaube, 1000 hätte für den Anfang auch gereicht. Aber, naja. Manchmal übertreibt man so ein bisschen, ne? Okay, gut. Dann werde ich jetzt mit dem mal kurz neu starten. So, relocked haben wir, refreshed haben wir auch. Jetzt müsste ich mal gucken... Yep, da wird ein Schuh draus. Jetzt muss ich nur noch die anderen Teile hier kaufen. Da muss ich nachher dann nochmal schauen mit dem Hunter, ne? Wenn ich auf den gehe, ob das dann tatsächlich andere sind. Ob ich mich da verguckt habe. Und nachher mal schauen. Und vor allem, wisst ihr, was wir auch nochmal gucken müssen? Am Schluss gehe ich dann nochmal auf den DK und guck mal mit dem DK, wie es da aussieht. Und zwar war das ja der einzige Char, wo das Elite-Set irgendwie angezeigt wurde. Ich vermute... dass das dann einfach nur falsch eingetragen wurde, ne? Weil normalerweise kannst du das Elite-Set rausfiltern über die Unobtainables, weil das kannst du ja im Prinzip nicht mehr kriegen, ne? Wenn du damals nicht das Rating gespielt hast. Und den Unobtainable-Filter, den habe ich ja aktiviert, also dass er die Sachen rausfiltert und trotzdem habe ich es angezeigt. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass das bei dem DK halt irgendwo ein Fehler ist oder falsch eingetragen wurde oder was auch immer, ne? Das weiß man ja immer nicht so. Das ist ja oft so, man macht ein neues Update und zwei neue Sachen funktionieren und irgendein altes Ding funktioniert dann auf einmal nicht mehr. Ah, schon mal, hier haben wir einen Gürtel vergessen. Aber so wie es ausguckt, ne, an Marken, vielleicht kriege ich das komplette Cutter-Zeug doch zu voll. Okay, jetzt hänge ich hier so ein bisschen im Stuhl fest. Kann man dann sogar noch ein bisschen MOP was holen. Da muss ich dann halt zu diesem Schlangenrücken, also zu dieser Mauer rüberfliegen. Wieder viel Spaß mit den ganzen Twinks dahin zu flattern. Also zeitlich bin ich jetzt hier nicht positiv überrascht, ne? Also ich bin jetzt hier schon doch ein paar Stunden dran, aber
Markentechnisch geht es eigentlich ganz gut. Dafür, dass ich jetzt gerade mal über 1000 Marken ausgegeben habe, bin ich schon relativ weit, würde ich mal behaupten. Also vielleicht langen wir overall die Marken, die ich bis jetzt alle schon gefarmt habe, wenn es ganz gut läuft, ne? Mal gucken, wie weit wir am Ende sind. Also mittlerweile schätze ich, dass ich tatsächlich bis MOP kommen werde. So, das können wir dann auch noch lernen. Gut, jetzt gucken wir mal hier rein, ob wir alles haben. Ne, da fehlen nur Sachen. Mal, wo wir noch was offen haben. Also der ist fertig. Der hier. Ach, schau mal an, was ist denn das hier? Das ist aus BFA, das Gear. Aber gut, das dürfte jetzt hier nicht drin sein, ne? Das Stuff. Okay, also da, ich brauche anscheinend noch Kettengear. Was ist denn das? Das ist Ehre. Da müsste ich mal mit einem Hunter hingucken. Ah, das könnte ich nachher auch noch machen, ne? Ich glaube, ich habe auf einem Hunter noch ein bisschen Ehre. Dann kann ich mir eventuell das Zeug noch kaufen. Ah, interessant, dass ich da noch was offen habe. Den haben wir fertig. Fertig. Aber wir haben alle fertig, ne? Ich frage mich, warum das Zeug da jetzt noch drin ist. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht muss ich dann nochmal reloggen. Vielleicht war es doch eine dumme Idee, erst die Sets zu kaufen. Das war jetzt zumindest mein Versuch. Jetzt hier auch, ja, Ruthless. Ah, das ist auch wieder das Gear aus dem, wo man ein Rating braucht. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich nochmal reloggen kann, ne? Ob es dann vielleicht geht, aber ich vermute eher gesagt nicht. So, der Relog hat leider nichts gebracht. Ich habe diese ruchlosen und boshaften Dinger hier immer noch drin. Also wie gesagt, das ist anscheinend das Elite-Gear, ne? Das werde ich leider nicht kriegen. Das ist anscheinend da falsch drin. Aber mir ist aufgefallen, dass es hier noch so einen Classic-Händler gibt. Und der hat auch noch T-Mog-Sachen, die ich mir anscheinend kaufen kann. Und die spacken aber anscheinend auch rum. Wenn ich die kaufe, dann sind die immer noch not collected. Ich vermute jetzt mal, dass ich die alle einfach einmal kaufen muss und dann reloggen. Jetzt wird es aber mit dem Platz ein bisschen eng, sehe ich gerade. Ja gut. Schauen wir mal, wie viel wir uns kaufen können. Kette, Kette. Also die Handschuhe haben wir. Dann holen wir uns noch die Hose. Das sind nämlich hier tatsächlich ein bisschen mehr. Ich glaube 26 Items. Da muss ich dann ein bisschen schauen, dass wir alle holen können. Ah, Kopf ist noch dabei. Brust, na, die brauche ich auch noch, ne? Die Umhänge habe ich schon. Warte mal, dann haue ich jetzt einfach hier so ein paar Sachen weg, die ich nicht brauche. Das brauche ich nicht. Das Fleisch brauchen wir nicht. Dann schieben wir das mal hoch. Dann, was hatten wir? Kopf, Brust hatten wir. Dann kaufen wir uns noch die zwei Handgelenke. 14 Teile sind es. Naja, gut. Okay. Mal schauen, wenn ich da nochmal relog, dann müsste ich zumindest die als T-Mog lernen können. Und dann loggen wir mit dem Shami weiter. Das hier in Cutter ist anscheinend ein bisschen verzwickter, ne? Ich hoffe, dass Blizzard das da mal bald ein bisschen bereinigt, dass man da quasi leichter die T-Mog-Sachen auch lernen kann. Und dann müsste ich mit dem Shami auch mal gucken, dass ich mein richtiges Gear wieder anziehe, weil das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Ich hasse das immer, wenn die Chars so zugemüllt sind. So, aber eine Sanduhr ist nirgends mehr dran. Gut, dann muss ich jetzt nochmal reloggen. So, Dollar. Nach dem Relog und Refreshen hat es funktioniert. Der hat jetzt die ganzen Teile gecheckt anscheinend. Jetzt verkaufen wir sie mal alle wieder. Und jetzt gucken wir bloß, dass ich da nichts verkacke. Ah, warte mal. Das ist ein Gear-Teil, das ich anlegen sollte. Das haben wir weg. Das haben wir weg. Weg. Das sollte ich anlegen. Ich könnte eigentlich diese ganzen... Also mit dem tue ich ein bisschen im Juwelenschleifen praktizieren. Man sieht es vielleicht im Inventar. Ne, da schaue ich, dass ich die ganzen Rezepte noch hole. Da muss man immer so Daily Cooldowns raushauen. Und da müllt es einem das Inventar doch schon ein bisschen mehr zu. So, jetzt gucke ich mal, dass wir die Sachen wieder anziehen. Und gucken wir mal, ob wir dann lauter Gear haben, das etwa dasselbe Item-Level hat. Also so 75 müsste es etwa sein. Aber es sieht halbwegs gut aus. Ne? Ich glaube, wir haben keins von den Gear-Teilen verkauft. Wunderbar, weg mit dem Mist. Und dann schauen wir nochmal rein. PvP-Kataklysm. Genau, das gewertete Schlachtfelder und halt das Ruthless-Gear bzw. boshafte Gear ist da noch drin. Okay, das werde ich leider nicht rauskriegen. Vielleicht hauen sie das mit irgendeinem Update von Dings raus, von All the Things. Ich gucke jetzt auch nochmal hier.
Ob ich die Dinge... Nee, Unobtainables habe ich aus. Also die sind auch draußen. Keine Ahnung, warum das spackt. Gut, dann würde ich sagen, schicken wir das mal weiter auf meinen Hunter. Wir haben jetzt noch 935 Abzeichen. Also langsam wird es ein wenig weniger. So, Dalla, wir sind wieder weiter gelockt. Einmal auf den Hunter. Und ja, hier können wir uns auch nochmal ein paar Sachen holen. Fangen wir mal beim ersten Händler an. 935 Marken habe ich. Jetzt machen wir erstmal wieder die Sets und gucken mal, ob die dann verbuggen oder auch nicht. Ich hoffe mal nicht. Ah, warum klappt es bei dem? Komisch. Okay, also das hat funktioniert. Dann Set Nummer 2. Natürlich, das ist verbuggt. Wunderbar. Nummer 3. Dann noch das blaue Set. So, jetzt gucken wir mal. Okay, da ist das Set verbuggt. Das hat er geschnaggelt. Das ist verbuggt. Und das andere hat er geschnaggelt, oder? Und die beiden sehen auch gut aus. Ah, ne. Hat der jetzt auch nochmal wieder Stuff? Ah, das ist für jede Rüstungsklasse extra, ne? I see. Na gut, dann kaufen wir das Zeug noch. Ich hoffe, das merkt er sich dann auch. Nicht, dass ich mir das dann nochmal kaufen muss. Ich vermute mal, dass das dann irgendwo unter Classic drin ist bei dem Händler. Halt, das haben wir uns jetzt nicht gekauft, weil ich muss ja jetzt eh reloggen, dann können wir das gleich mit dem verbinden. So langsam blicke ich hier so ein bisschen besser durch. Oh, halt, warte mal, das habe ich schon? Ah, die beiden hatten wir schon. Halt, stopp, das können wir zurückhauen. Das gehört anscheinend nicht zu dem Set, das sind so Zusatzteile. Ah, okay, verstehe. Gut, die müssen wir jetzt anlegen. Boah, da müsste ich ja fast nachher nochmal bei meinem Warrior und DK gucken. Oder, ja, wollen wir mal schauen. Jetzt machen wir erstmal die Charts durch, dann kann ich da nochmal schauen, wie es dort aussieht. So, Dollar. Warte mal, das muss nur weg. Und das hier, das ist sogar Corruption Gear, ne? Da ist bloß die Corruption Sinn deaktiviert. Okay, dann tun wir da mal neu starten. Gut, ich habe jetzt relockt und jetzt sind noch das gewertete Zeug drin. Jetzt können wir das andere hier loswerden und dann tatsächlich auch weiter loggen. Weil die Händler sind jetzt alle auf 100%, wie es aussieht. Yep, die haben wir. Gut. Da ist dann nur ein bisschen Kettenzeug bei dem einen, aber das können wir dann halt noch gucken. Jetzt schicken wir das mal weiter. Es sind nur 857. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir die zwei Kettenchars. Dann könnte ich eigentlich das auf den Rogue weiterschicken. Und mit dem noch ein bisschen Sets mit. So, Dalla, dann sind wir auf den Rogue weitergelockt. Und zwar, guck mal, was wir mit dem hier noch brauchen. Wahrscheinlich auch nur die Sets, weil ich ja mit meinem Druid hier schon mal ordentlich shoppen war. Kaufen wir mal das erste. Warte mal, ich ziehe das doch wieder hier rüber. Dann Set Nummer 2. Okay, wenn du einen bestimmten Winkel hier hast, habt ihr gerade gesehen, kann man durch den Boden durchschauen. Auch nicht schlecht. Nummer 3 und Nummer 4. Ah, da gehen die Ehrenabzeichen schon raus. So, schauen wir mal, ob wir hier reloggen müssen. Ja, da müssen wir reloggen. Bei dem auch. Das Set passt. Und jetzt gucken wir mal bei dem Kollegen. Ja, natürlich brauchen wir da auch nochmal ein paar Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind's, oder? Ne, 14. Geht noch was. Ne, die habe ich alle, oder? Ich habe mich verzählt. Ah ne, die brauche ich doch, die zwei Teile. Interessant. Ich dachte, die hatte ich schon, ne? Dass die vom Druid quasi dasselbe sind, wie vorher beim Hunter und Shami. Anscheinend nicht. Beauty. Gucken wir den ganzen Klump mal an. So. Dann loggen wir hier. Schauen wir, sollen wir das Set mal angucken? Ah, das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Gut, Gürtel ist jetzt hier keiner dabei. Loggen wir da mal aus. Und parallel dazu
kann ich mir hier auf dem zweiten Account, wir hatten ja vorhin gesehen, dass bei dem BFA-Händler man nichts gegen Ehrenabzeichen kaufen kann, sondern gegen Ehre. Und hier hat mir ja noch ein paar Kettensachen gefehlt. Insgesamt 5 Stück, so wie es aussieht. Und ja, die kann ich jetzt theoretisch mit dem Hunter auf dem zweiten Account kaufen, der auf demselben Battle.net ist. Der hat nämlich hier noch 10.000 Ehre über, die habe ich noch nicht umgewandelt in Ehrenabzeichen, zum Glück, ne? Und dann können wir uns die Teile mal holen. Und 3, 4 und Nummer 5. Ja, das hat jetzt schon ein bisschen Ehre gekostet, ne? War jetzt nicht gerade günstig. Die legen wir auch nochmal an. Das hat jetzt zwar nichts mit Ehrenabzeichen zu tun, aber wenn wir die eh noch brauchen, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, können wir die mitnehmen. Ich sehe aber gerade, dass der Typ, ne, auch noch 2 Waffen hat, und zwar einen Zauberstab und eine Glaive, die ich mir kaufen könnte, beziehungsweise Stoffgier. Das ist sogar noch einige Sachen vom Stoffgier. Also da muss ich dann auch nochmal gucken, dass wir das eventuell holen. Jetzt können wir bei dem auch wieder einloggen. So, Dollar, jetzt haben wir hier nochmal refreshed. Im All of Things sieht es gut aus. Nur noch das gewertete Gear drin. Und jetzt können wir eigentlich den ganzen Schmarrn wieder verkaufen. Beziehungsweise ziehen wir mal mein Main Gear an. Mit dem bin ich ja tatsächlich Max Level. Da wäre es ätzend, wenn ich das Main Gear verkaufen würde. Das noch. So, sieht gut aus. Hau den ganzen Klump weiter. Und, oh, Schnapszahl. 777 Abzeichen haben wir noch über. Jetzt bräuchten wir in Cutter tatsächlich nur noch die Stoffsachen. Also Hexerpriester, Magier. Und da schicken wir das jetzt mal weiter, hätte ich gesagt. Dann fangen wir mal beim Magier an. 777, so langsam wird es weniger. So, Dollar, haben wir den nächsten Char. Ich bin einmal auf dem Magier. Und da müssten wir jetzt wieder ein bisschen mehr Zeug haben zum Kaufen, weil Stoffgier und so, ne? So, jetzt kaufen wir uns als erstes mal das Set. Dann können wir mal gucken. Zeug gehört nicht zum Set, ne? Okay, das können wir uns mal so alles kaufen. Komischerweise habe ich da auch schon 2 Sachen, ne? Keine Ahnung, ob ich die hier habe. Das funktioniert mit dem Set? Oh ja, das hat sogar funktioniert mit dem Set. Perfekt. So, Dollar, das ist, glaube ich, alles irgendwelches alte Zeug. Ja, das können wir alles weghauen. Weg, 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 weg. Okay, den ersten Händler haben wir schon mal. Ja, jetzt ist hier das Problem. Das ist ja der BFA-Dude, ne? Da bräuchte ich einen Haufen Ehre. Muss ich mit irgendeinem Stoffchar, muss ich mal Ehre farmen, dass ich da das Zeug kaufen kann. Das muss ich mir mal auf die Liste setzen. Okay, da muss ich reloggen. Das hat schon mal nicht funktioniert. So, was fehlt denn da? Doch ein paar Items. Naja. Ich denke mal 500, vielleicht eher, naja, 500-600 Marken werde ich überhaben, ne? Kann man vielleicht echt noch ein paar Sachen in Cutter holen. In MOP so rum. Na, den brauchen wir noch. Und ich darf dann den Typen nicht vergessen, ne? Dass ich da bei dem auch nochmal einmal shoppen gehe. So, das haben wir auch durch. Dann haben wir hier den letzten noch. Also ich sage euch jetzt schon mal, wenn ich hier dann den nächsten Teil mache, werde ich, glaube ich, eher auf 1000 gehen, ne? So lang, wie das jetzt hier schon ist. Uff, das mit den 2000 war, glaube ich, ein bisschen zu ambitioniert vom Vorhaben her. Ich hocke jetzt hier den ganzen Abend schon. Also bei mir ist jetzt mittlerweile schon gleich 1, aber ich will das jetzt hier noch durchziehen und ja, wird es wahrscheinlich doch noch ein bisschen später. So, okay. Gut, jetzt fehlen hier noch die Set-Dinger. Das müssen wir dann nachher refreshen einmal. Und jetzt kaufen wir uns auch noch das Classic-Set, wenn wir schon mal da sind. Das sind wie viele Teile? 14 wieder. Also da muss ich mir alles kaufen, tatsächlich.
erste Seite und dann nochmal 4. Ja, die Umhänge, die habe ich ja alle schon perfekt. Okay. Dann sollte man am besten halt gucken, dass ich nicht irgendwie meinen Main Gear verkaufe. Ne? Das wollen wir eher nicht riskieren. Sadala. Gut, dann einmal ein Relock. So, Relock ist durch. Ich habe jetzt mal geguckt, den Typen habe ich quasi jetzt auf 100%. Nur hier haben wir auch selbiges Problem, ne, mit dem Elite Gear leider wieder. Das will einmal nicht. Und gut, das gewertete Zeug ist noch drin. Jetzt gucken wir mal kurz noch über die Händler drüber. Aber die sind alle auf 100, also das passt. Und dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt hier mal noch den Stuff. Halt, das ist mein Main Gear, das sollte ich vielleicht jetzt irgendwo da runter retten. Das wollen wir nicht verkaufen, das auch nicht, das auch nicht. Das kann weg, das wollen wir nicht verkaufen. So, okay. Gut, dann haben wir noch 665 Marken. Jetzt schicken wir das mal noch den Priester und dann haben wir noch einen Hexenmeister und ich vermute, so ein bisschen über 500 Marken haben wir danach auf jeden Fall noch über. Also, Priester und Hexe haben wir danach noch. So, wir sind auf dem nächsten Char einmal den Priester und ich würde sagen, wir holen uns als erstes wieder hier die Sets. Nummer 1. Okay, das hat er nicht alle mitgenommen. Ja, ich muss eh reloggen, ne? Also, eigentlich brauche ich mich schon gar nicht mehr aufregen, dass das hier rumbackt. Hat er auch nicht ganz, okay. Dann Nummer 3. Halt, nein, ich möchte es nicht verkaufen. Und Nummer 4. Hat er wenigstens eins gerallt, ein Set? Nee, hat einfach alle... Okay, dann lohnt sich der Relog wenigstens, ne? Hat er alle verbuggt. Und dann müssen wir... Ja, hier müssen wir es auch wiederholen. So langsam habe ich das bisschen eingespielt. So, kaufen wir uns... Das sind wieder 14 Teile, oder? Nee, 12 nur. Ah, wahrscheinlich, weil ich die Handgelenke schon habe, ne? Also die Handgelenke kaufen wir uns nicht, sonst hauen wir nämlich Marken raus. Und jetzt sind wir unter die 600er Marke gefallen. Heißt, wahrscheinlich haben wir noch knapp über 500, wenn ich den Hexer dann fertig habe. Dann können wir noch ein bisschen was in MOP basteln. Da werden wir dann sehen. So, die legen wir jetzt mal noch alle an, die Teile. So, da la. Dann müsste ich eigentlich soweit alles haben, oder? Ah ja, gut, nee, das ist der falsche Händler. Das ist ja der aus Legion. Okay, dann machen wir einen Neustart hier. So, dala. Nach dem Restart haben wir den jetzt auch auf 100. 100, 100, 100 und 100. Und das ist ja unser Legion-Dude. Okay, 587 haben wir jetzt noch. Dann jetzt noch einen Char hier für Cutter und dann sind wir durch. Die schicken wir jetzt mal auf den Hexer. So, dala, letzter Cutter-Char, einmal der Hexenmeister. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch auf den Kopf hauen können an Tokens. So, Token Nummer 1. 2. 3. Hier, und dann muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwelche kleinen Teile brauche. Nein. Der ist anscheinend, hat nicht gebackt. Okay, der hat gebackt. Der hat auch nicht gebackt. Na, 2 von 4, ne? Ist ja schon mal was. So, dann kaufen wir jetzt hier die Set-Dinger. Wie viel brauchen wir? Okay, da brauchen wir 12. Also die Handgelenke haben gezählt. Mal. Ich habe jetzt hier zwischendurch beim Ladebalken mir ein bisschen das Fenster aufgemacht. Ist schon arschkalt draußen, ich sag's euch. Schnelles Zeug kaufen hier, dass ich wieder zumachen kann. So. Okay, den Spaß haben wir alles. Ziehen wir das mal an. Mal gucken, wie viele Marken haben wir noch. 509. Also wir haben noch knappe 500 Marken, die wir dann in MOP noch auf den Kopf hauen können. Da waren es, glaube ich, auch extrem viele Händler. Da werden wir halt mal gucken, was es da dann so alles gibt, ne?
Mal schauen. Aber da werde ich wahrscheinlich nicht alle Chars nochmal durchloggen können. Da werden wir dann wahrscheinlich auf Halbzeit kommen, aber dann sind wir eh schon relativ weit gekommen. Gut. Dann hauen wir mal den Relog durch, würde ich sagen. Beauty, nach dem Relog sieht's gut aus. Der Typ ist auf 100%. Hier sind jetzt auch nur das gewertete Schlachtfeld drin. Komischerweise ist bei dem kein Elite-Gear am Start. Aus Ehre hat der auch keine, dass ich zufällig... Ne, der hat leider keine Ehre. Sonst hätte ich mir da jetzt noch was kaufen können. Okay, dann müssten wir jetzt Cutter eigentlich soweit mit allen Chars durch sein. Ich mache jetzt mal den Account-Modus an und jetzt schauen wir mal, was da noch so rauskommt. Also es müsste hauptsächlich das gewertete Gear drin sein. Und es müsste eigentlich... Komischerweise ist hier nicht das ruchlose und boshafte Gear drin, was beim DK zum Beispiel am Anfang war. Keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht am Start ist. Das ist jetzt ehrlich gesagt komisch. Gut, die ganzen Nachbildungen haben wir, ne? Aber die kriege ich ja nur über Rating. Das ist einmal Horde und einmal Allianz. Ja, mal gucken. Gut, aber das sind jetzt halt blöderweise nur 300 Teile, an die ich im Moment nicht rankomme, ne? Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes mal nach Mist of Pandaria. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen hinfliegen, tatsächlich. So, der Loader. Wir sind einmal in MOP angekommen. Und zwar bin ich jetzt hier zwischen den zwei Gebieten, Tal der Verwinde und einmal der Schreckensöde. Und wenn wir das jetzt auf der Map angucken vom Tal der Verwinde, sind wir etwa oben auf den Koordinaten 42, 62. Und... Obwohl, wenn ich das, ich glaube, das auf der Map ist es 12, 32, ne? Die anderen Koordinaten sind von der Schreckensöde, vermute ich gerade. Hier haben wir den PvP-Händler auf dem Schlangenrücken, ist das? Hat der sogar, ne, der hat keine Flugroute, ich wollte, oder doch, wir haben hier sogar einen Flugmeister. Ah, da hätte ich sogar hinfliegen können, interessant. Und ja, hier gibt es einiges an T-Mog, da war ich letztens schon dran, hier verschwinden immer so ein bisschen die Händler, wenn du... in eine bestimmte Ecke läufst, obwohl, ah, anscheinend ist der Bug jetzt weg. Interessant, ich sehe die, aber ihr habt gesehen beim Flughändler, der war jetzt auch kurz weg. Das ist irgendwie, weil das zwischen den zwei Zonen ist, phasen die manchmal weg. Das ist ein bisschen komisch. Ich würde sagen, wir stellen jetzt hier wieder den Account-Modus um auf den Char-Modus und dann gucken wir mal, was wir hier alles kaufen können. Es sind immerhin auch 118 Items hier. Hier gibt es blöderweise Horde und Allianz-Gear. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die Items kaufe, ob ich dann das Hordenzeug dazu krieg oder ob ich dann mit der Horde auch nochmal her muss. Das werden wir uns jetzt dann gleich mal angucken und das werden wir dann sehen, ne, wie das genau läuft. Jetzt hauen wir erstmal das ganze Gear hier weg und dann würde ich sagen, kaufen wir uns hier das Set-Teil. Einiges an... Na gut, hier muss ich auch wieder reloggen, seht ihr das? Er hat da nicht alles mitgenommen, okay. Ja, dann kaufen wir uns jetzt erstmal alle Set-Dinger, reloggen und dann kaufe ich mir den Rest. Dann sehe ich ein bisschen einfach, was ich brauche. Benötigt Titelheld der Allianz oder Duellist aus Season 14 oder 15. Warte mal, Held der Allianz? Oder Duelist brauchst du. Interessant, okay. Waffenvorlage, die hab ich. Und da haben wir das Set. Aber das hier ist anscheinend... Ah, genau, das ist anscheinend die Dingsvorlage. Gut, da komme ich nicht dran. Mich wundert es, dass du dafür dann nicht Gladi brauchst, ne? Interessant. Gut. Dann haben wir... Hier ein Set, das ich anscheinend schon habe, aber wo mir noch Teile fehlen. Das ist ungünstig. Mal gucken, ob ich das trotzdem lernen kann. Ah, das kann ich trotzdem lernen, obwohl ich es schon als bereits bekannt. Ah, perfekt, das habe ich alle Teile. Das haben sie anscheinend gefixt, das ist schon mal gut. Und was haben wir hier noch? Das sieht auch bereits bekannt und mir fehlen trotzdem noch Teile. Okay, dann tun wir das auch lernen. Das ging, glaube ich, vorher nicht, ne? Dass du das lernen konntest. So... Okay. Ach, das hab ich. Ich sehe gerade, stimmt, ja, der Stream hat recht. Das habe ich schon anscheinend. Habe ich mir das irgendwo mal geholt. Vielleicht, weil ich habe in MOP habe ich nicht Hotel gemacht, ne? Und Duelist, glaub. Oder? Ne, habe ich glaube ich nicht. Das muss in Dings habe ich das gemacht, in Cutter. Wundert mich, dass ich das dann trotzdem kaufen konnte. Komisch. Ne, egal. Jetzt tun wir erstmal reloggen und dann schauen wir mal, was wir in restliche Items noch holen können. Oh, hier kann ich nicht instant ausloggen. Das ist natürlich bitte. So, Update und Relog ist durch.
Jetzt müssten die Set-Teile zumindest auf 100% sein. Jetzt kann ich mir die Non-Set-Dinger noch kaufen. Abolieren wir hier mal alles. Kaufen wir jetzt mal von allen Dudes die und dann ziehe ich die einmal gesamt an. Und dann müssen wir mal gucken. Und dann ist danach die Stunde der Wahrheit. Und zwar werde ich dann wieder auf den Account-Modus umschalten. Und dann werden wir sehen, ob die Hordensachen da mit abgedeckt sind oder ob sie das nicht sind. Ich hoffe mal, dass das mit abgedeckt sind, aber ich habe die Vermutung, wenn es im Older Things schon getrennt ist, also Horde und Allianz, dass man sich die zweimal holen muss. Vermute ich jetzt mal. Könnte aber auch sein, dass die nur ein anderes Aussehen hat und wenn man das eine Item hat, hat man das andere auch. So ist es ja oft auch bei Mounts, ne, zum Beispiel. Dann gibt es eine Version von Allianz und Horde, wenn du eins von beiden hast, kriegst du das Pendant der anderen Fraktion. Manchmal geht es zumindest so. Okay, das haben wir auch. Aber jetzt tun wir erstmal die ganzen Sachen lernen und dann sehen wir weiter. Da gingen jetzt aber auch schon einige Marken drauf, ne? Hier sind viele Set-Sachen. So. Bin aber immer noch 13. Also ein paar haben wir irgendwie übersehen anscheinend, aber die werden wir jetzt dann gleich rausfiltern. Hätte ich vielleicht doch nicht alle gleichzeitig kaufen sollen, ne? Das ist dann hier ein bisschen viel Stuff. Das Ding ist, hier in MOP habe ich tatsächlich schon relativ viele Items an sich so schon von den verschiedenen Klassen. Hat den Hintergrund, dass die World-Bosse die Items tatsächlich droppen vom PvP-Gear, ne? Also Shard of Thorns, Galleon, Nalak und Duster. Ich glaube, die Erhabenen auch. Die haben alle also in ihrem Loot-Pool die PvP-Items auch drin. Ich glaube, da sind auch ein paar PvE-Items tatsächlich mit dabei, aber hauptsächlich PvP-Sachen. Und der ein oder andere, der mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich doch ein bisschen länger schon die World-Bosse am Farmen bin. Sagen wir mal so, Dings beim Shard of Thorns weiß ich es immer noch ganz gut, über 6000 Tries, ne? Und das ist natürlich dann eine Nummer, wo du dann doch das ein oder andere T-Mog-Teil so nebenbei mit dazu kriegst, ne? So als Goodie. Aber naja, alle Sachen habe ich dann trotzdem nicht. Gut, ich weiß auch nicht, ob da wirklich der komplette Lootpool droppen kann, ne? Das ist dann auch immer so eine Sache. Aber zumindest vieles. Okay, hier habe ich anscheinend auch zwei Sachen übersehen. Ah, die Gürtel auf der ersten Seite habe ich übersehen. So, da la. Das ist aber schön, dass die hier so nah beieinander stehen, ne? Das ist dann relativ entspannt. Den haben wir auf 100%. Den auch. Okay, jetzt haben wir sie, glaube ich, alle, oder? Da sind aber trotzdem noch Sachen drin. Was ist da? Für 13 Allianz-Gear ist das, was hier fehlt. Ah, warte mal, Tyrannischer und der Bitter der Gladiator. Nicht, dass das auch wieder so ein Elite-Gear ist. Checken wir mal die Händler. Aber da steht überall quasi. Also das ist Season 13, verkauft der hier, ne? Gucken wir mal, was das für ein Item-Level hat. 39, das ist das schon. Season 13. Also eigentlich müsste der das verkaufen. Eventuell ist es halt irgendwie ein Stuff. Das müssten die Umhänge hier sein, ne? Tja, die gibt's irgendwie nicht. Seht ihr das? Also, dasselbe Aussehen haben die ja. Ja, aber die sind irgendwie nicht dabei. Warum auch immer. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die sind limitiert auf Paladin, Schamane, Magier, Hexenmeister, Mönch, Druid. Wisst ihr, was das sein kann? Dass das ein Umhang ist, den hier... Seht ihr, wie viele verschiedene Varianten von den Umhängen es gibt? Es könnte sein, dass das eine Variante ist, die der Hexenmeister nicht tragen kann, die dann vielleicht nur der Priester, Schamane, Mönch, Druid oder so tragen kann. Dass das irgendwie so eine ganz komische Sache ist. Oder dass das Hordenteile sind und die falsch hier drin sind. Wobei hier auch wieder Dinger sind, ne? Also, I don't know, wie ich jetzt an die rankommen soll. Ich kann es mal nochmal refreshen. Nee.
Also die kriege ich hier irgendwie nicht raus. Mehr Händler habe ich ja hier auch nicht. Aber hier stehen, glaube ich, auch keine Händler dran, wo ich den kriege, ne? Ne, da steht quasi nur... Hier steht zum Beispiel Priester dran. Vielleicht, wenn ich eine Art noch die anderen durchlogge, vielleicht kann ich es da irgendwie kriegen. Aber so wie es aussieht, habe ich jetzt von den Händlern tatsächlich nichts mehr zu holen. Gut, schade. Wie viele Marken haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch 400 Marken. Da ging jetzt doch einige drauf für. Ich hoffe, dass ich jetzt hier noch irgendwo einen Postkasten habe, weil ich vermute mal, dass meine Stanzpfeife doch noch ein bisschen auf Cooldown ist. Ah, schau mal, da drüben ist ein Postkasten. Perfekt. Perfekt, haben wir doch noch einen Postkasten. Achso, und eins wollten wir noch gucken, Horde Allianz, ne? Jetzt gehe ich mal nochmal hier auf den Account-Modus und dann schauen wir mal, ob dann nochmal alles nochmal auf Hordenseite drin ist, weil das wäre dann, also fatal ist jetzt übertrieben, aber das wäre auf jeden Fall ärgerlich, weil dann müsste ich einige mehr Marken noch holen. Jetzt schauen wir mal MOP. Ah, Hexenmeister ist jetzt rausgefallen hier. Okay. Was denn? Bei hier haben wir Allianz Horde. Aber ist bei beiden raus, so wie es aussieht, ne? Also Hexer sehe ich jetzt bei der Allianz nicht. Und bei der Horde auch nicht. Also ich vermute, ich kriege das Horden-Pandor dazu. Jetzt schauen wir mal noch die anderen Dinger. Ja, sieht halbwegs gut aus. Also anscheinend kriegst du das Horden-Pandor. Das ist ja schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer, ne? Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal auf den Priester noch rüber. Schicken wir das mal num. Also ich denke mal ein paar... Dingern kriege ich auf jeden Fall noch ein paar Klassen. Gut, dass ich zumindest hier instant ausloggen kann. Oder einen Briefkasten habe, dann müsste ich auch hier instant ausloggen können, oder? Ist das in so einem Gasthaus? Nee, kann ich nicht. Okay, RIP. Gut, ich bin mit dem nächsten Char am Anflug und zwar mit meinem Priester. Mit dem habe ich jetzt hier diese 409 Marken nochmal rüber geschickt gehabt. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Priester alles hier kaufen können. Oh, ich sollte vielleicht den Modus wieder umschalten, merke ich gerade. Aber jetzt kaufen wir uns erstmal die Sets. Eins, zwei. Halt, warte mal, das sind mehrere Händler, ne? Das steht zwar schon bereits bekannt dabei, aber das kaufen wir jetzt trotzdem. Also ich weiß, vor 9.1.5 konntest du, glaube ich, die bereits bekannten Sets nicht nochmal lernen, weil, schau mal, das ist bereits bekannt, aber es sind noch 20 Items drunter, ne? Also da werden wir wahrscheinlich gut was an T-Mox Plus machen. So, Moment, jetzt machen wir das mal so, dass wir einmal Dings umschalten hier, den Modus und dann relogge ich nochmal und dann werden wir sehen, was wir dann noch in kleinen Items kaufen können. Halt, wo war es denn hier? Account-Modus machen wir aus. Okay, und dann einmal gut, das Zeug haben wir resettet, jetzt sieht es ganz gut aus, jetzt sind hier bloß noch 6 Items und 3 9 insgesamt. Jetzt gucken wir mal. Okay, der ist auf 100%, der ist auf 100%, der ist auf 100%. Okay, die sind alle auf 100%. Das sind auch wahrscheinlich wieder die paar Teile, die bei dem anderen jetzt drin waren, oder? Naja, diese Umhänge hier. Komisch. Hierher. Die sind hier alle drin, ne? Ich verstehe es nicht. Das hier auch Season 13. 15? 12? Wo sind jetzt 13? Hier ist 13, ne? Ja. Nö, da hast du... Aber also diesen Umhang, ne? Den gibt's einfach zu oft. Keine Ahnung. Das sind vor allem auch viele auf der Hordenseite noch mit Race Locked. Jetzt gucken wir mal, wenn ich auf alles klick. Kann ich nicht kriegen... Nee, keine Ahnung. Also das ist anscheinend ein bisschen tricky, so wie es aussieht. Gut, dann schicken wir das ganze Gelümse weiter. Und zwar auf meinen Magier. Machen wir mit dem mal weiter. Wir haben jetzt noch über 349 Tokens. Locken wir hier aus. Ach, warte mal, ich nehme den Flugpunkt mal mit, ne? Man weiß ja nie, vielleicht muss ich hier nochmal her, wenn sich das mal entbacken lässt.
Sudaloder. Wir sind mit dem nächsten Char am Start. Mage haben wir jetzt. Jetzt kaufen wir uns erst wieder die Sets. Ein Set. Zwei. Das baitet mich jedes Mal, ne? Dass da die Harmoniepartikel oben sind. Fast wieder gekauft. Dann. Ach, schau mal, das habe ich schon komplett. Ah, das brauche ich gar nicht kaufen. Habe ich das komplett? Ah, ne, da fehlen mir nur Sachen. Okay, das kaufen wir auch. Und das kaufen wir auch. Teilweise kriegst du nämlich dieselben T-Mog-Dinger über die Schneidervorlagen. Wisst ihr, was ich meine? Da muss man dann ein bisschen gucken. So, okay. Dann tun wir mal hier aus und einloggen. So, Dollar, jetzt gucken wir mal nach dem Relog. Die ganzen Händler sind alle auf 100, oder? Ja, sieht gut aus. Wir haben jetzt halt wieder die zwei Umhänge drin, aber die werde ich nicht kriegen, ne? Auch wenn ich jetzt hier die Sachen nochmal durchgucke. Also, es ist wahrscheinlich sinnlos. Wir schauen jetzt nochmal hier durch. Nee, auch bei dem Magier sind die nicht drin. Schade. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch den Schurken als nächstes. Geben wir jetzt wieder die Rüstungsklassen von unten nach oben. Und Druid werde ich sicher hier schon alles haben. Also da ist, glaube ich, nichts mehr offen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir dann noch einen Charmy oder eine Hunter oder so durch. Mal schauen. Langsam wird es ein bisschen weniger mit den Marken. So, Dalla, wir sind wieder umgelockt. Einmal auf den Rogue. Und ja, jetzt guckt man. Ah, schau mal. Ich hab mir doch gedacht, irgendwann fängt es hier wieder zum Buggen an. Ihr habt es ja vorher nicht geglaubt, ne? Hier. Die Typen haben hier Instant Vanish am Start. So, wir kaufen jetzt einmal hier das Rogue Gear noch. Ich denke mal, die anderen Sachen müsste ich schon vom Druid haben. Vermute ich mal. Wenn die Typen mir ihr Gear abdrücken. Wenn sie sich nicht unsichtbar machen. Das brauchen wir noch. Dann von dem hier brauchen wir... Halt, das ist falsch. Da haben wir die... Moment. Ja, doch, da habe ich nur 5 Teile. Das brauchen wir auch. Und den hier brauchen wir auch noch, das Set. So, okay. Dann reloggen wir wieder. So, dala, Reset und Relog ist durch. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind es tatsächlich keine Umhänge, seht ihr das? Die noch fehlen. Hier sind es jetzt noch andere Teile. Season 14. Jetzt muss ich bloß rausfinden, welcher von den Kollegen Season 14 verkauft. Und ich muss ihn halt auch anklicken können. Der hat 12, aber der hat auch 100%, oder? Ach komm, warum ist denn das so buggy? Okay, der ist 100%. Ich glaube, das ist nur bei Lederchars so buggy. Der verkauft Season 14. Okay, der müsste... ein Handgelenk-Gedingse haben. Dann haben wir eine Taille und Schuhe, aber die hat er irgendwie nicht, ne? Warum hat er das nicht? Nee, okay, und die anderen? Warte mal, der hat noch was. Hat der auch Season 14? Nee, der hat Season 15. Bei dem fehlen jetzt noch... Items. Ach, das ist aber in dem Ding hier drin. Komisch, das habe ich doch vorhin gelernt. Ich habe alle Vorlagen aus dem Ding. Oh nein, das buggt, oder? Ach, Blizzard. Ich glaube, da müssen wir vielleicht nochmal reloggen. Vielleicht habe ich die auch zu schnell gelernt. Vielleicht war das der Fehler. Der hat auch alles. Komm, ich relogge mal nochmal. Vielleicht klappt das. Aber das kann ich jetzt nicht nochmal lernen, warum auch immer. Müssen wir nochmal, aber das hat... Nee, schau mal, das kann ich nicht nochmal lernen. Ich relogge mal, ich tu mal nochmal reloggen. Vielleicht checkt das dann. Mal schauen wir einfach mal. So Leute, die ganzen Relogs und Refresh-Dinger haben irgendwie nichts gebracht. Ich habe jetzt hier immer noch 3 Items drin, die ich nicht kriege. Vielleicht sind die von der Horde oder von einer anderen Rüstungsklasse. Und hier von dem einen Typen aus dem Set, ne? Fehlen mir anscheinend auch ein Item, aber irgendwie kriege ich das nicht. Mal gucken, vielleicht kann ich da nochmal auf der Hordenseite gucken, vielleicht können wir da was machen. Aber anscheinend ist jetzt zumindest hier mit dem Monk Endstation. Und jetzt schicke ich mal das Ding weiter. Und zwar, ich bin am überlegen, ah, warte mal, der Monk? Ach doch, ich habe hier sogar einen Monk, ne? Das ist ja das, die
das erst die erste Season, wo es einen Monk auch tatsächlich gab. Kaufen wir mal mit dem noch ein bisschen ein. 229 Marken haben wir noch. Mal gucken, was wir mit dem Monk so erwerben können. Ich hoffe, das ist vielleicht noch das eine oder andere. Sudala, jetzt bin ich weitergelockt auf den Monk. Den hatten wir ja heute noch gar nicht. Und dort brauchen wir natürlich... Hoi, warum ist da bei Cutter auch was drin? Achso, das sind die Waffen, ne? Die kann ich ja theoretisch auch tragen. So, hier haben wir dann auch nochmal einige Items. Jetzt machen wir es wieder wie vorhin, kaufen uns die Set-Dinger. Ich vermute mal, dass wir die anderen Sachen tatsächlich über das Lederzeug schon abgedeckt haben. Aber vielleicht kann ich mir jetzt eins von den Sachen dann noch holen, die dem Rogue vorhin gefehlt haben. Dass man die eventuell über den Monk kriegt oder so, ne? Mal schauen. Mal auch... Dann haben wir hier noch das Set. Also komischerweise kann ich mir manche Sets kaufen, obwohl da schon bereits bekannt dabei steht. Ne? Aber vorher bei dem anderen Rogue-Ding, das geht irgendwie nicht. Oder ging irgendwie nicht. Ganz, ganz komisch. So. Gut, dann loggen wir jetzt einmal aus. Sodala, haben wir refreshed und relocked. Die Mobs sehen jetzt gut aus. 100, 100, 100, 100. Ah, nein, hier ist nicht 100, wollte gerade sagen. Da fehlt noch was. Was haben wir denn? Hä, warum hat er den Kopf denn nicht? Warte, kann ich die jetzt nochmal lernen? Nee, die kann ich nicht nochmal lernen. Das ist doch so ein verpackter Scheißdreck, ne? Aber die beiden Köpfe kann ich mir zum Glück hier manuell kaufen. Also. Weißt du, wenn das wenigstens einer einheitlichen Linie folgen würde, ne? Dann würde ich ja nichts sagen, aber... Naja, und dann haben wir natürlich hier wieder die ganzen Umhänge. Und wie gesagt, die sind wahrscheinlich von der Horde, deswegen können wir da jetzt nichts weitermachen. Gut, dann hatten wir den Rogue, dann hatten wir den... Gut, den Druid habe ich sowieso schon geguckt gehabt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen Shami. Und da geht es dann damit ein bisschen Kettezeug weiter, ne? Was haben wir denn jetzt noch? 163 Tokens, jetzt ist dann Endsport. Mal gucken, Shami ist wahrscheinlich noch drin und danach wird es eng mit Marken. Dann sind wir vielleicht endlich am Ende, weil wir haben jetzt schon, ja, ein bisschen nach zwei. Es ist schon spät. Sodala, wir sind auf dem nächsten Char und zwar haben wir den Schamanen nun und da habe ich jetzt die letzten 163 Abzeichen und da werden wir jetzt vielleicht nochmal das eine oder andere ausgeben können. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit den Tokens an. Ein Token, zwei Token, drei Token. Wisst ihr, was komisch ist? Nur bei meinen Lederchars spacken die Händler hier rum, ne? Also, dass die so komisch unsichtbar werden. Das war beim Rogue vorher der Fall und bei meinem Druid, wo ich letztens hier war, war das auch der Fall. So, da haben wir die 5 Tokens. Ich klicke die jetzt mal nicht so schnell an, weil ich glaube, das hat vorher das andere verbuggt. Warte ich mal so 1-2 Sekunden zwischen rein. So, Dolla. Okay. Dann... Tun wir einmal reloggen. Duty resettet haben wir das Ganze jetzt. Jetzt müsste ich mir die Handgelenke und Gürtel hier noch einmal anschaffen. Jetzt gucken wir mal, was da noch an Marken rausgeht. Knappe 100 haben wir noch. Da wird es jetzt dann wahrscheinlich eng werden. Mal gleich mal schauen, ob die Set-Teile, ob die jetzt 100% funktioniert haben oder ob es so läuft wie beim Rogue. Ne, da fehlt mir jetzt noch was. Einmal ein Handgelenk. Warte mal, wo haben wir die? Irgendwas hatten wir übersehen. Wait. Alle? Leute, langsam ist schon zu spät, ne? Irgendwo. Okay, ich lerne jetzt erstmal die und verkaufe die. Keine Ahnung, irgendwas habe ich da anscheinend übersehen gehabt. Langsam lässt die Konzentration auch einen Ticken nach. Sadala. Ah, nein, nein, halt, 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 halt. Das ist mein Main Gear. Das wollen wir nicht weghauen. Ups, das wäre jetzt beinahe bitter gewesen. Ups. Okay, das ziehen wir jetzt mal hier runter. Na, seht ihr. Ich habe doch gesagt, dass das irgendwann passieren wird. Halt, das ziehen wir wieder an. Naja, gut. 75er Item Level haben wir noch. Das passt zumindest. Aber irgendeins fehlt hier trotzdem noch, ne? Ich verstehe jetzt nicht, wo das letzte Teil ist. Aber die habe ich alle. Die haben wir auch alle. Ne, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Naja, schaue ich nachher nochmal. Dann gucken wir hier nochmal. Vielleicht muss ich dann auch umschalten auf alle Klassen. Ne? Manchmal wird das nicht angezeigt. Es ist von einer anderen Klasse im Set. Du kannst es aber trotzdem kaufen. Oder ich gucke es nachher auf dem Hunter. Weil ich muss, glaube ich, eh dann nochmal einen weiterloggen. Und dann werden wir da sehen.
Manchmal buggen auch tatsächlich diese Anzeige mit den Haken, ne? Dann wird es abgehakt, obwohl man es nicht hat. Da muss man dann nochmal manuell drüber fahren. Das ist dann auch manchmal ein bisschen blöd. Okay, die lernen wir jetzt auch nochmal. Na, jetzt geht es langsam auf den Endspurt, ne? 80 Dinger habe ich noch. Da sind wir jetzt dann tatsächlich gleich durch. Adala. Ha, halt. Nein, wir wollten nicht mein Gear verkaufen. Jetzt mal hier runter. Ich habe bestimmt schon bei irgendeinem Char verkackt, ne? Also hier haben wir 100. Hier fehlt auch noch eins. Ah, seht ihr? Da haben wir es gefunden. Perfekt. Okay, das kann auch weg. Die haben wir beide auf 100. Hier noch ein bisschen was. Drei, vier. Okay, das sieht gut aus. Das legen wir auch nochmal an. Dann haben wir noch einen Händler vor uns, beziehungsweise müssen wir das eine Teil hier nochmal... Also ich suche den jetzt nochmal durch, ne? Aber eigentlich kann das gar nicht sein, dass da nochmal was ist. Ich liefere nur feinste Waren. So, also da fehlen jetzt noch ein paar Teile. 6 Stück. Haben wir auch noch. Da war, glaube ich, auch noch ein Teil. Jawoll. Ne, da fehlt immer noch was. Ja, keine Ahnung. Komm, verkaufen wir erstmal die nochmal. Marken habe ich denn jetzt nur 63. Also es wird wahrscheinlich gerade nur so vielleicht für einen Hunter reichen. Und dann ist aber auf jeden Fall Feierabend, ne? Gott sei Dank, muss man auch dazu sagen. Ah ne, da haben wir jetzt 100%. Und da fehlt mir jetzt aber immer noch eins, ne? Also, jetzt gucken wir mal ganz genau. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch, das haben wir auch. Gut, erste Seite fertig. Hammer, 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 okay. Die haben wir auch alle, das passt. Das haben wir auch alles fertig. Was ist denn das? Das kann, und hier sind schon die Waffen, ne? Das buggt doch, das kann ich mir doch nicht erzählen. Ich hau jetzt mal hier nochmal einen Refresh rein. Eventuell, ne, es wird hier immer noch ein Teil angezeigt. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, an was das liegt. Okay, jetzt gucken wir mal hier rein. Das sind wahrscheinlich jetzt wieder so Items, die ich nur bei der Horde krieg, vermute ich, oder? Das sind auf jeden Fall die Umhänge. Muss ich mal gucken, eventuell kann ich da was mit dem Hunter holen. Also die anderen sind ja alle jetzt auf 100%, das sieht gut aus. Bloß den einen, aber da habe ich jetzt alles durchgesucht. Ich verstehe es halt leider nicht, ne? Gut, jetzt nehmen wir den Flugpunkt hier mit, schicken das jetzt auf den Jäger. Und dann schaue ich mal, ob ich mit dem Jäger, vielleicht werden die da angezeigt, warum auch immer, ne? Vielleicht klappt das ja dann einfach, schauen wir mal. So, dann hätten wir wahrscheinlich die letzte Klasse hier overall. Unsichtbarer Hunter oder mehr oder weniger. Seht ihr, hier buggt schon wieder. Mit dem haben wir natürlich jetzt auch wieder wahrscheinlich ein paar... Oh, ich bin im falschen Reiter. Ein paar Sets, ja. Dann gucken wir mal. Also, kaufen wir uns erstmal die Sets hier. Ich glaube, ich lerne die gleich mal. Knappe 60 Marken habe ich. Das müsste eigentlich reichen, um alle Sets zumindest einmal zu kaufen. Und wenn ich dann mich nicht ganz verrechnet habe, müssen wir noch 3 Marken über haben. 5 Sets waren es, glaube ich, hier, ne? Mal 12 müsste 60 sein. Das hier noch. Und die anderen Kettensachen müssten wir größtenteils schon haben. Schlichtweg, weil wir ja beim Chami schon vorher ein paar Sachen gekauft haben. Ah, seht, da haben wir richtig gerechnet. Gut, jetzt tun wir nochmal einmal mit dem Reloggen und dann haben wir wirklich den Endspurt hier. So, lala, wir haben jetzt einmal hier das Ganze resettet. Und so wie es aussieht, ist jetzt hier bei dem Hunter... komplett MOP rausgeflogen. Das ist jetzt bei dem ersten Char der Fall. Irgendwie weiß ich auch nicht, warum das geklappt hat, aber da sind jetzt alle Sachen raus. Jetzt könnte ich mal noch umschalten auf dem Account-Modus und da könnten wir mal gucken,
was da jetzt noch drin ist, ne? Also, wir haben ja die ganzen Platten-Items noch. Also, hier ist einmal Todesritter, Pala und der Worry noch drin. Und wie wir hier sehen, das sind alles Plattensachen, ne? Eventuell hat sich der Bug jetzt aufgelöst. Und ich habe die... Hab auch die ganzen anderen Sachen, ne? Von Leder und Stoffgedönse. Wobei die Rücken sind hier noch drin, ne? Da müsste ich mal gucken. Aber soweit ist das jetzt halbwegs gut gelaufen. Das Zeug haben wir alles. Ja, ich glaube, wenn ich das nächste Mal noch das Plattenzeug mitnehme, dann bin ich hier auch im MOP komplett fertig. Jetzt müssen wir zum guten Schluss noch angucken, wie viele T-Mog-Teile wir jetzt overall gekriegt haben. Und dafür würde ich sagen, swappe ich dann wieder zurück auf meinen Main. Und dann schauen wir auch mal im Data for Azeroth nach, ob wir da ein bisschen hochgekommen sind und solche Geschichten. Aber das war jetzt auf jeden Fall ein langer Ritt. Wir haben jetzt schon fast 3 hier. Ich sag's euch, das war länger, als ich tatsächlich wollte. So, dala, ich bin jetzt noch einmal auf den Main geswitcht. Jetzt wollen wir das Endergebnis angucken. Wir haben jetzt nicht ganz die 2000 rausgehauen. Wie gesagt, 3 sind übergeblieben. Aber ich denke mal, für 3 Abzeichen fliege ich jetzt nicht nochmal mit einem Twink dahin. Die nehmen wir dann einfach beim nächsten Mal mit. Die haben wir jetzt hier nochmal einmal zurückgeschickt. Dann habe ich auf dem Twink oder auf dem Main hier auch nochmal ein paar rumliegen. 3300 haben wir noch. Beim nächsten Mal machen wir aber ganz sicher nur 1000 und nicht 2000 auf einmal. Ich war jetzt nämlich fast 5 Stunden hier unterwegs, um das ganze Zeug zu kaufen. Wahrscheinlich wird das Video trotz Cuts auch relativ lang, das seht ihr ja dann. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir rein. Wir sind jetzt bei den PvP-Items runtergegangen. Und zwar waren wir vorher bei 9000 und wir waren fast bei 10.000. Ne? Also wir haben jetzt 2000 Marken rausgehauen und haben ja über 2000 Items herausbekommen. Also so meine... Das Verhältnis, das ich mir dachte, ist etwa eingetreten. Pro Token haben wir etwa ein Item rausgekriegt, sogar ein bisschen mehr, was ja positiv tatsächlich ist. In der Liste an sich, Burning Crusade, da ist ja dieses eine verpackte Item drin. Okay, das haben wir noch. In Wortel ist komplett rausgeflogen. Cutter haben wir die Waffen, wo wir das Rating brauchen. Die können wir nicht wirklich dazu zählen. Und MOP hat sich ja anscheinend jetzt auch entbuggt. Da sind jetzt nur noch die Plattensachen drin. Die werden wir uns dann halt beim nächsten Mal quasi angucken. Von den Prozenten im All the Things, jetzt quasi im Account-Modus, sind wir jetzt ordentlich hochgegangen. Und zwar, ich habe die Liste, wo ich letztens mein Collection-Update aufgenommen hatte, und da sind wir hier unten, waren wir bei 52.800, also fast 53.000 und 69%. Und jetzt sind wir hier runter auf 47.000 und 72%. Das hat den Grund, dass nicht nur die 2.000, 3.000 Items bei PvP raus sind, sondern die sind ja dann oft auch noch bei den Außenbereichen mit drin, die Items, und teilweise auch bei den Worldbossen, also unter Dungeon und Schlachtzüge auch noch drin. Deswegen sind die Items teilweise x-mal hier rausgeflogen. Ne? Sind die Prozente natürlich jetzt ordentlich nach oben gegangen. Wir können auch gucken, was allgemein an T-Mog-Items dazu kam. Das habe ich ja auch hier mit in der Liste. Und zwar waren wir bei gestern knappen 35.000 Items, 34.994. Und wenn ich jetzt auf Data for Azeroth gucke, hier unten, dann hat es mich ein bisschen hochgepusht. Jetzt sind wir bei 37.000, also ein bisschen über 2.000 haben wir plus gemacht. Ist doch ordentlich. Das hat mir jetzt vom Score auch ein bisschen was gebracht, aber da jedes Appearance-Item nur einen Score-Punkt bringt, sind auch 2000 Appearance-Teile nicht sonderlich viel, ne, was an Score quasi hochgeht. Gut, damit wären wir jetzt durch und ja, dann würde ich sagen, sobald ich wieder bereit bin, hier mir eine halbe Nacht um die Ohren zu schlagen, werde ich die nächsten wahrscheinlich diesmal 1000 Abzeichen aufbrauchen. Da werden wir dann wahrscheinlich MOP schaffen, vielleicht noch ein bisschen was von WoD. Und ja, dann werde ich in nächster Zeit mal nochmal ein paar Marken auf den Kopf hauen, beziehungsweise noch ein paar Farmen, weil ich vermute, wir werden noch um einiges mehr brauchen, als dass ich da rumliegen habe. Und ja, ich verabschiede mich jetzt zumindest für die Aufnahme an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.